Habe ich ein Ohrwurm. Arbeit, Arbeit, ja. Hallo Chat, könnt ihr mich hören? Komischerweise immer um 21.45 Uhr oder so. Aber auch nicht jeden Tag. Gute Nacht, MDK, bye. Habe ich kurz einen Verbindungsabbruch. Muss ich nachher mal im Router gucken. Eigentlich dürfte der nicht den 24-Stunden-Connect anmachen. Ja, das ist vom Anbieter. Anscheinend. Die letzten zwei Male davor war auch immer um 21.45 Uhr so. Checken wir einen Hustenbonbon, gleich start wieder Game. Gefährt ihn gedidost. Das ist eine Lüge. Ganz komische Verhalten, ganz komisch. Jetzt sehe ich den Chat wieder nicht. Super. Mr. Chris Tiles, ich hoffe, du hörst mich. Dankeschön für den Resub im 39. Monat. Und jetzt Sandra, Dankeschön für den Prime 31. Hatte ich den vorgelesen? Weiß ich nicht. Arbeit, Arbeit. Und Lemuran, Dankeschön für den Resub im 7. Nee, das liegt nicht an euch. Das ist meine Schuld. Oh, Junge, aus dem Spiegel, ist dein Vater Glaser. Nee, Maurer. Curtis, wie ist das? Ja, du siehst aus wie ein Michael Jackson. Ich hab ihm auch gesagt, dass das Grün das Weiß. Der hat gesagt, soll Weiß nehmen. Ja, weil die Grove und die Crips sind nicht gut miteinander. Was? Das weiß man von Mensch, ärger dich nicht. Die Vagos stehen hinter der Grove, aber die Bloods und die Crips, die arbeiten zusammen. Meinst du? Ja, ich weiß das von Mensch, ärger dich nicht. Ich hab keine Ahnung von der Brille und was für eine Mütze? Na, überhaupt keine. Weil wenn ein man Hut! Ein Hut! Wenn man in einem Haus ist, muss man den näher abziehen, wegen den Restappe. Ach, Fick Restappe. Da achtet keiner mehr drauf. Doch. Der Hausmann. Wie ist sowas? Nicht schlecht. Okay. Aber weißt du, was richtig gut aussehen würde? Den du hast. Ja, weil du mich verpesten würdest. Oh, das ist gut. Wild. Nein. Hey. Einmal Test im Chat, bitte. Einmal Test. Könnte man Chat drüber testen, nachdenken. Test-Chat-Dings. Oh. Bitte. Chat, bitte. Das ist auch Scusi. Dankeschön. Das sieht auch. Oh, das sieht. Oh, das sieht gut aus. I'm Smooth Criminal. Das sieht gut aus, Pencil. Wirklich? Ja. Das halt Michael Jackson Smooth Criminal an. Also so. Ja, nehme ich dann so. Oder den Hut, den du hattest. Den kann ich dir ausborgen. Und der ist mit Lila. Gibt's den auch? Mm-mm. Weiß? Mm-mm. Dann nehme ich so. Und was für eine Brille? Eine coole. Ich will ja eigentlich gerne die, die ich habe. Vielleicht haben die hier so Klebebärte? Die, so eine. Ja. Was ist mit einem Bart? Ja, ein Klebebart. Hab ich. Ja, klar. Das ist, Warum hast du einen Klebebart dabei?
Ich habe den immer dabei. Danke schön, mal Chat. An. Erst muss ich zu Ende schauen. Das sieht halt echt aus wie Michael Jackson. Warum? Du kannst doch weitermachen und den Klebeband anziehen. Wo ist dein Problem? Okay. Oh mein Gott. Mila, bist du verrückt heute? So? Ja, das ist gut. Aber, oh. Wow, du siehst aus wie ein Undercover-Polizist. Ja. Und ich habe nur so einen. Nee, der andere besser. Andere besser. Der Ande Diablo. Besser. Oh. Perfekt. Nur ohne die Brille, dann bist du sofort rausgeschmissen. So? Jetzt siehst du aus, als wärst du in der Universität gewesen. Ja, aber ich kann nichts sehen. Ich hab doch keine Stärke. Soll ich die rausschlagen? Können wir die Bläser, die Gläser raus... Ich bin stärker als die Stärke. Die Gläser da rausdrücken? Ogo. Hallo, Leo. Da müsst gehen. Aber ja, wie sieht denn das aus? Vielleicht bist du nur eine Angabrille. Das machen heutzutage so viele. Oder so? Jetzt siehst du aus, als würdest du im Casino arbeiten. Scusi, Scusi. Sollen wir nochmal nachfragen gehen, was mit deinem Job ist? Ja, ich glaube, es wäre ganz gut. Mastermäßig, ne? Dann nehme ich Thunfisch mit. Vielleicht kriegen wir gute Laune. Kennst du dich mit Brillen aus? Ja. Boah, Mila. Ich bin ein Brillenfetischist. Ist das dir nix? Na. Oh. Wie gesagt, oh, also Schachbrettmuster ist umkommen. Also die finde ich richtig gut. Die finde ich echt richtig gut. Die hatte ich auch mal an drüben im Puff. Dann ist das vielleicht nicht so meins. Gerade eben so mir noch. Damit zeigst du dann, dass America du great again. Patriotisch bist. America, fuck yeah! Was für eine Werbung immer. Ach, ihr seid so Stimulanten, ne? Wirklich. Man, Simulanten, nicht Stimulanten. Sag ich doch. Oh, das ist eine gute Brille. Auch nicht schlecht. Ja, die verdeckte Nackenfessel. Mila, furz mal. Nee. Oh mein Gott. Ja. Das warte, warte. Warte. Der Carol macht hier keine. Oh mein Gott. Der Carol macht keine Werbung mehr, der ist nur noch beim Breezy drüben. Oh, das Ding ist stabil. Sehr gut. Oh, ich glaube, das kam vielleicht doch ein bisschen durch. Ja, die sind ätzend, oder? Die sind wirklich ätzend, die kamen ein bisschen durch. Dann schlafen wir mit dem einen Bett. Ach komm. Oh, das ist eine sportliche. Eine sportliche Pinsel. Ist gut, aber wenn die in weiß wäre oder in dunkelblau oder in schwarz. Das ist sie. Jetzt mal. Oh mein Gott. Oh Mann, ich kenne mich doch nicht aus. Die ist auch gut, gibt's die in schwarz? Die Kleblein. Nein, die gibt's nur so. Oh, die Kann man machen. Kann ich? Carol, auf einmal voll frisch geworden, Alter. Die sind alle hässlich, nee. Deswegen. Also Schachbett ist zwar ein Kommen, aber das nicht. Das die nicht. Nee. Nope. Für privat, aber so nicht. Schau mal nach einer sportlichen. Die? Die sportliche. Ja, also die ist auch gut. Die ist nicht schlecht. Sportlich. Ja, sportlich. Kann man da jedes Getränk reinmachen? Ja, Caro. Auch Lülle. Nicht da reinspucken. Die ist sportlich. Also ja. Steht Sport drauf. Ja. Krasse Schuppen. This is okay. Die? Gut gleichmäßig. Still die Kampi mir. Ja. Ja. In schwarz. Es ist Sommerzeit. Und die hier? Und der steht auch. Auch gut. Fuck yeah. Es gibt einen richtig coolen Hut hier, den hab ich mal gesehen bei einer Frau. Oh, was juckt mich die Brille, ich zieh sie einfach aus. Guck mal, ich bin Bandana-Head. Aber dann kick ich voll. Dein Stirn viel zu dick. Ach, komm.
Mom, geh. Was? Mom, geh. Soll ich mir Kopfhörer kaufen? Kopfhörer? Ich wollte auch Kopfhörer. Na komm, wir kaufen Kopfhörer. Kopfhörer. Oder? Boah. Da steht Miau, ne? Ja. Ich kaufe das. Okay. Sieht cool aus? Ja. Was denn? Nix cool. Sieht cool aus? Ja. Wie Tupac Shakur? Ja. Ja? Ja. Heute ist Putztag. Okay, let's go, oder? Let's go. Na, warte nur kurz. Pinsel, warum ist der Pink in der Bille? Ich habe jetzt die Yoga. Okay, das ist okay. Warte, kann meine Bille auch noch matchen? Das sieht auch gut aus. Mhm. Was steht's? Na klar. Ah, das Blau gefällt. Was? Obwohl, doch, nimm ich. Weil ich habe ja auch Bau auf meinen Pulli. Warum und nicht also? Blue. Aber nicht wieder 3-Stunden-Pinsel. Ah, nicht wieder 3 Stunden. Wie cool ist das? Hey Unicorn, danke schön für den Price ab 30. Monat. Boah, das ist immer so geil, wenn du so einen Lutschbonbon weglutscht, Alter. Ach komm, Cameron, komm, brauchst du jetzt gar nicht einschleimen. Wir haben dich schon durchschaut. Ist so. Komm schon, Cameron, ist okay. Dankeschön für 5 Gifte Zaps, aber lass es sein, Junge. Ehrlich, der ganze Hals ist dann betäubt, aber immer nur so ganz wenig. Steht mir das wirklich? Caro. Bist du sicher? Na, wenn du dich unwohl fühlst, dann zieh aus. Na, ich frag dich doch. Na, ich sag ja. Okay. Oh boy, oh boy. Also, Mr. Ja. Tini, danke schön für den Wissen am 44. Monat. Ich das? Pack dich mal vor, bist du bescheuert, Alter? Ja, oder? Würdest du sagen, ich sehe gut aus? Ich glaube, du hörst mich nicht. Doch, ich höre dich, ich habe reversed Lärmschutz. Ja, das sieht gut aus. Danke. Bitte. Danke. Ja, bitte. Danke. Weil dann kann ich ja weiter gucken, wenn der auf Kurs. Was machst du denn? Boop, boop, boop. Du, 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 du. Bald ist ja schon Weihnachten, ne? Ja. Steht mir das? Also das? Ja. Ja, ist gut. Und das? Das ist auch gut. Und das? Ne. Oh mein Gott. Perfekt. Okay. Erzähl mal eine Gruselgeschichte. Nee, ich weiß nichts. Steht mir das? Ja. Das steht mir, ne? Sir, ja, Sir. Okay, komm. Okay. Oh boy, okay. Oh boy. Jojo.
Also gehen wir jetzt nochmal nachfragen. Was nachfragen? Na, wegen Pinsel seinen Job. Ach so, Kai. Komm, und danke schon für den Resub am 26. Willst du das überhaupt, Pinsel? Sogar. Ja, schämst du dich nicht? Nein. Für dich? Wäre das besser, ich würde es machen? Nee. Bisschen ist immer gut. Doch, tue ich, Karim, aber du bist trotzdem böse. Wir müssen aber echt wieder arbeiten, Curtis, demnächst, ja. Ne? Aber ich würde jetzt ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen, weil das ja so ein Stress war. Nicht, dass die uns im Funk hassen. I don't care, wenn die mich hassen. I don't care. Na, wir können ja gleich nur arbeiten gehen. Ja. My loneliness is killing me at night. Oh, Parklücke. Bitte park vorsichtig. Ai, ai, ai. Wenn ich nachher nach Hause komme, dann mache ich mir ein Toastbrot, getoastet, mit veganen Salami. Schön für dich. Boah, ich wollte nur was erzählen. Ja, wie gesagt, ich finde hier schön für dich. Let's go. Mach die Tür ist auf. Fick dich! Hast du mit Einsteigen versucht? Ich hab vergessen. Tun sie. Okay, bin fertig. Okay. Und Lukas, kein Dankeschön für du bist am 26. Monat. Dankeschön. Guten Abend. Streife 4 von Leitstelle, komm. Oh. Halt mal den Thunfisch, mein Handy klingelt. Ja. Halt kurz. Gib. Nimm. Ja, hab ich. Ja. Ja, Raven. Ja, hallo, Kudis. Hallo. Also, die Jessie hat gesagt, wir können das die Tage bequatschen und sie hat doch überhaupt nichts dagegen, wenn wir das nächstes Wochenende machen. Nicht heute. Achso, nee, sie hat keine Zeit. Ich glaube, die ist jetzt auch schon im Bettchen. Sie hat mir nur eine SMS geschrieben eben. Okay, was macht ihr? Was machst du? Wir bauen schon wieder nur Quatsch, wenn es langweilig ist. Wir machen auch Quatsch. Oh, dann lass halt zusammen Quatsch machen. Guten Tag, kann man Ihnen helfen? Ich glaube nicht, dass du also das so einen Quatsch mitmachen möchtest. Nochmal was? Ich glaube nicht, dass du so einen Quatsch mitmachen willst. Was dann? Na, die schlagen mit Baseballschlägern jetzt Sachen kaputt. Wir können zugucken. Ja, wir, Omi und ich, gucken auch nur zu. Ja, dann rufe ich gleich nochmal. Okay, bis gleich. Pense, bekomme ich meinen Thunfisch? Bei der Bewerbung. Hier, nimm. Danke. Hallo, also, Peter. Ja, guten Tag. Tag. Ja, also hast du schon eine Bewerbung abgegeben? Haben Sie schon eine Bewerbung abgegeben? Ja, klar. Ich warte auf den Master. Ron. Ja, sag.
Ja, nu, ja. So, jetzt reicht, jetzt kriegst du den Ausweis. Hier. Ronny Hubs. Ja, das kann ich nochmal nach. Gary, fick dich, Alter. Ich war... Dankeschön. Bitteschön, hier ist Ausweis. Ich tust mich sich. Ja, danke. Was ist denn jetzt mit Pinsel? Er fragt jetzt nach. Scheiße, du hättest ihm sagen müssen, dass wir Thunfisch mitgebracht haben. Haben wir. Ach so. America, fuck yeah. Der hat Elfenstiefel an. Mr. Hobbs Masters meldet sich bei Ihnen, ne? Wandeln? Ja, das war, er meldet sich, wann er sich meldet, ne? Aber der hat, okay. Wann hat er es denn gesagt, dass er sich meldet? Am Sonntag. Ja, heute ist Dienstag, nicht? Das kann schon mal sein. Er meldet sich auf jeden Fall, nicht? Der ist ja ein ganz zuverlässiger, ne? Okay. Wie heißt der Mann, der sich melden will? Master. Heißt der mit Vornamen Master? Der Boden ist Lava. Die. Why? Ja, nee, die Bänke sind nur zum Sitzen, nicht zum Stehen. Aber der Boden ist Lava. Lava. Ja, und nee, sie sind Bänke. Tot. Das, nee, hier, das ist ja eine lava-freie Zone hier hinter dem Glasscheibe. Das stimmt nicht. Ja, doch, geht okay. Mal davon aus. Sie haben wenigstens die Schuhe ausgezogen, nicht? Aber nur, also der Boden ist nicht mehr Lava. Okay. Ja, das kann ich verstehen. Ich bin. Oh, bist du Schmalzlocke, wollen Sie tun, Viech? Natürlich, natürlich. Kleinen Moment, darf bitte. Ich bin gleich mit Sie da. Euch spielen? Was? Darf Pinsel mit euch spielen? In Zukunft? Weiß ich nicht. Wie würden Sie den denn einschätzen, Peter? Ich kenne ihn ja nicht, also seinen bürgerlichen Namen. Ja. Ich hätte gern natürlich einmal Thunfisch. Aber die Preise sind gestiegen. Ihr Namen von, wie also teuer? $65. Ja. Das ist ganz witzig. Vielleicht $65 leihen? Was ist er? Das geht leider witzig. Nicht. Witzig. Verdammt. Ich wollte halt putzen. Ja. Das kenne ich von irgendeinem. Dankeschön. Den heißt er nicht Pastewka oder so? Ich weiß das auch nicht. Nee, gut, nee, ist ja nur. Ja. Ach nee, das ist. Dankeschön. Ja, dann. Ah, vielen, vielen Dank, Sir. Vielen, vielen Dank. Guten Abend, everyone. Alles klar. Hallo. Danke. Hallo. Und, Flanagan, wir müssen ganz dringend weg. Ich hoffe, du hast dir meinen Song schon reingezogen. Desi. What the fuck happened to you? Hey, what? Der oder die nächste, bitte. Was ist hier los? Das ist ein Irrenhaus. What happened to your fucking face? Alter. You motherfuck. Wow, Alter. Alter, Junge, guck mal, was der Typ Pullover der hat. Du hast noch nie einer mit mir gesprochen, really, man. Ja, aber für Schisse, I do. You want my fucking number? Do you want to get my fucking number? Pass mal auf, ja? I'm really sorry. Alter. Alter, yo. The fuck? You fuck fuck. Die Frau. Ich sag dir, hey, die Frau. Hey, listen to me. Sie hat sich verliebt, Mann. Hey, shut the fuck up when I'm talking, okay? Listen. I'm gonna put the two chopsticks up your asshole, motherfucker. Don't spit on me, bitch. Oh, ja, ist ja jetzt nun mal Ruhe. Nicht mit Chopsticks und Arsch stecken müssen wir hier nicht. So, was wollen Sie denn? Kommen Sie mal vorher an die Scheibe, nicht? Dann kann ich Ihnen vielleicht weiter. Ich will nur Kaffee holen. Genug, dann tun Sie sich keinen Zwang an. Ich kann nicht lachen. Das ist Folter. Ja, Mann, alter Lee. What? Das war krass. Ja, fick dich, Lee. Fick dich. Hey, fuck you too. Fuck you, fuck a tiny nuts. Hey, hast du dir schon meinen Song angehört? You fuck me, I fuck myself, okay? Shut the fuck up, bitch. Dem hast du es vorgegeben. Gegeben, oder? Na, mit wem soll ich voll mich bedienen. Noch heute angeben? Alter, mein Gangster-Ich ist voll cool. Du hast ihn voll zerstört. Ja. Dude, Pinsel. Ich hab den gecancelt, hab ich den. Ja. Ich hab eine Idee. Mila hat ihn gecancelt. Setz dich in die Karre. Gute Idee. Zum Glück bist du das Gehirn. Warte kurz. Ich rufe unseren Officer an. Warte, ich soll warten? Ja. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du fährst. Caro. Scheiße. Der ist nicht. Sein Telefon ist aus. Ita. Ichi. Ichi. Und Sketchy. Oh, Pastor Ichi? Hallo? Wer ist denn da?
Yes, Curtis. You fuck! Oh mein, Curtis? Ja. Der Tok-Tok-Star. Genau. Ja, ich sollte den Herrn Masters zurückrufen, aber ich habe mir aus Versehen seine Nummer nicht gemerkt. Okay. Können Sie mir die schicken per SMS, bitte? Ich schick dir die per SMS, oder? Dankeschön. Kriegst du nächstes Mal ein Autogramm und auf die Brüste. Von Mila. Ja, oh, gerne. Das nehme ich dann für dich. Dankeschön. Ja, bis dann, Mann. Bye-bye. Pinsel, ich krieg die Nummer von denen. Ich ruf den an. Ich hab doch dem seine Nummer. Ach so. Nein, ich kann nicht. Mila, den hast du voll zerstört. Nee. Dem Officer Itchip gefragt. Mila, kannst du waven? Dann ruf meine Stimme versagt echt. Die Schlangen, wir können dabei zugucken. Die Schlangen irgendwelche Autos kaputt. Oh nein, mach die mit diesen Losern zusammen? Weiß nicht. Die haben Doris Auto auch zusammen geschlagen. Ich verbox die. Okay, also rufst du nicht an? Ich kann anrufen, aber ich kann nicht fahren und anrufen gleich. Warte. Dann bleib stehen. Nein, nicht hier. Hinter uns. Waven. Da waven. Hallo, ich sollte dich anrufen. Weiß ich nicht. Warum sollte ich anrufen? Hüdis? Na, fragen, wo die sind. Wo seid ihr? Ich fahr irgendwo hin. Okay. Wir wollten Autos zusammenschlagen. Bist du mit diesen komischen Umweltidioten unterwegs? Aber geht schon. Ach so. Und Pascal, nicht Pascal. Danke für die Wiesa. Ich weiß nicht, weil die machen auch Ganz Autos schön. Kaputt. Deswegen dachte ich, du bist mit denen unterwegs. Ja. Ja, das ist voll illegal, sich für die Umwelt einzusetzen. Okay. Alles klar, dann vielleicht schreibst du vielleicht mal, wo du bist, wenn ihr da seid, wo ihr sein könntet. Ich würde... Alles klar. Ich kann das echt nicht machen, Gott. Ich muss Mila... Vielleicht tu's. Mila, ich habe jetzt eine Aufgabe für dich. Mhm. Oh nein, bitte nicht Mathe. Nee, aber du musst parken. Parken? Wo kann ich hier parken? Ich weiß, wo ich parken kann. Ich zieh mich jetzt wieder um, ja? Warum? Du siehst doch voll schick aus. Ich sehe aus wie ein Schnösel. Warte, vielleicht haben wir gleich ein Gespräch nur. Ja, aber ich bin eher so, dass ich dir in dein Bier rotze, verstehst du? Du rotzt in mein Bier? Ja, irgendwie, also, mach doch. Mila, schreibe dir meine Nummer auf. Ja? Wie heißt das? Master, Herr Masters. Ja. Master. Und ich habe eine Idee. Ja, aber vielleicht gibst du erstmal die Nummer. Ja, 9595. Ja? 37. 37. Noch nicht anrufen. Ich habe eine Idee. Nee, ich habe nur gespielt. Weil mein Stimme und mein Hals tut weh. Kann nicht so viel gut reden. Aber du kannst da gut reden. Ich kann voll gut reden. Du rufst den Herrn Masters gleich an, dass der Chef vom Pinsel, da von Pizzai, und dann sagst du dem, dass du die Psychologin bist aus dem Bellcamp, oben Pleto. Ja. Und du wolltest ihm mitteilen, dass die Ergebnisse von Ronnie Hobbs Leistungstest und Fitnesstest da sind. Und Drogentest, der ist negativ. Fitnesstest hat er bestanden mit sehr gut. Und Leistungstest hat er auch bestanden mit sehr gut. So, du musst den halt gut drehen im Pinsel und dass deine Empfehlung als Psychologin und als Ärztin ist, dass er den Polizeidienst sowohl physisch, auch auf psychisch auf jeden Fall bewältigt bekommt. Mhm. Und das wolltest du mitteilen. Das war ein Auftrag vom RSPD, Hans Baker. Also, kriegst du es hin? Die Sachen noch? Na, Mila, bitte. Komm schon. Meine Stimme. Also Leistung? Pass auf, Drogentest war negativ.
Leistungstest war sehr gut. Und Sporttest. Also Leistung im Kopf, ne? Der physische, der psychische Leistungstest. Kannst du dir das aufschreiben? Nö. Der psychische Leistungstest war sehr gut. Der physische Leistungstest und Sporttest war auch sehr gut. Er ist mental auf jeden Fall sehr stark und für den Polizeidienst geeignet. Du musst den Pinsat schönreden. Na klar. Du schaffst das schon. Okay. Der will nämlich den Job haben. Herr Master. Das war's das. Ja. Boah, das. Okay. Du bist Dr. Kusch. Hallo, hier ist Professor Dr. Kusch. Ich sag dir, ich wollte gleich, wegen den Herrn Hobbs anrufen. Genau. Ronny Hobbs. Der hatte bei uns einen physischen Leistungstest gemacht. War alles super, auch der psychische sehr gut, also Bock spielen kann er aber nicht so gut. Und der und der Drogentest war soweit auch negativ. Sagt, dass er geeignet ist für den Polizeidienst. Entschuldigung, wie bitte nochmal? Ja, top. Top, würde ich sagen. Boah, Kibuto war, ich würde sagen, befriedigend. Ja. Er ist geeignet für den Polizeidienst. Ja, genau. Ja, richtig, der Herr Pinsel. Also Kibuto war eher so, ja, ich sag mal so durchschnittlich. Ach komm. Ja, er hat hier und da, wie gesagt, auch mit dem Boxspringen hat er so ein paar Probleme. Da müsste er dann arbeiten, aber sonst war super. Aska! Der ist geeignet für den Polizeidienst. Tschüss! Scheiße. Weiß er schon, tagt er ein. Ja? War der begeistert? Voll! Der hat dich sogar Sachen gefragt. Ja. Das erste, wo nachher gefragt hat, wusste ich gar nicht, was das ist, habe ich gar nicht verstanden. Botox. Und Kibuto ist ja Kinderbodentouren. Ich habe ja, kein Boxspringen, daran musst du echt arbeiten, Pinsel. Wieder gute Nacht, du wobei. Weißt mich ja nie. Und Nitro auch gute Nacht. Ja, aber das habe ich so gesagt. Und JK, ist jetzt hallo. Notiert, also bist du in Boxspringen nicht so gut. Aber das ist nicht schlimm. Okay. Wo würden wir hin? Okay. Weiß nicht. Zu waven oder arbeiten? Waven fährt gerade durch die Gegend. Die weiß noch nicht wohin. Aber die hat gesagt, die schreibt ein Es, eben Es. Boah, guck mal hier unten. Wow. Oh, das wäre nur. Na, sollen wir dann nach oben fahren und gucken, ob Dr. Chuck da ist? Vielleicht macht ihr eine Ausbildung mit uns? Caro. Weil ich glaube, dem muss ich auch sagen, dass die eine nochmal falsch war. Okay. Und dieses Mädchen, was gerade da war, das diese Juicy aus Grapeseed. Für die soll ich Texte schreiben. Die liebst du? Mhm. Bist du bescheuert? Pinsel, warum freust du dich denn so? Ich bin glücklich. Oh. Glücklich. Warte mal. Ich habe hier irgendwo was verloren. Lenk du mal eben. Okay. Ich geb Gas. Ich lenk. War das denn? Mila. Ja? Ich drück Gas nebenbei, ja. Keine Sorge. Kann ich lenk. Wo hatte ich das? Und ich kann nur nicht lachen. Oh. Hast du gefunden? Ja. Was hast du verloren? Deine Ehre. Das ist gemein. Das ist Folter. Gar nicht wahr. Ich muss meinen ganzen Hals zusammendrücken, damit ich nicht lach. Aber dann lach doch einfach nicht. Oh, 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 oh. Hä?
Du willst jetzt nicht wilder mit 60 Kammern jetzt ein Ei hochfahren. Ja, soll ich vorsichtig sein oder nicht? Weiß nicht, ich will nicht sterben. Wir sterben doch nicht. Ich sehe aus wie ein Loser. Bruder. Ich mache mir auf jeden Fall gleich noch einen Tee. Sorry, wenn ich so wehleidig bin. Ich weiß, dass das nervt, Alter, aber... Ich bin ganz schlimm, echt, wenn ich mir nicht gut, also wenn ich krank bin oder so. Bei mir ist die Luft raus. Wo? Wo ist die Luft aus? Bei mir. Warum? Ich hab gefurzt. Ich dachte, ich hätte gefurzt. Aber das ist dann dein Stinky. Auf wen hat genau nichts ab? Nee, heute ist so ein richtiger Sonntag. Sonntag. Wie ein Tag so ist. Sollen wir eine Hypnose machen beim Dr. Chuck? Aber was wollen wir hypnotisieren lassen? Dann kriegst du direkt eine Latte. Na, der soll uns hypnotisieren. Okay. Na, ich sag's ja nur, Schattenbund. Ich nerv mich selber damit, Alter. Heilig. Jedermann kennt Männergrippe, ja. Heute ist ganz ruhig. Ja. Das ist komisch, ne? Ja. Weil es wirklich ruhig ist. Aber ich halte mich auch zurück. Ja. Weil ich sonst weint Ködes. Ich nicht. Ich halte mich komplett zurück, weil ich keinen Dings habe. Also ich habe Energie schon, aber Kopf tut ein bisschen wie Heinz, du. Und, Heute schon genäht? Oh, mein Gott. Oh. Danke, dass der Kojote kommt. Wo ist er? Guck mal, der rennt da rechts. Ich kann nicht nach rechts gucken, mein Nacken tut weh. When woke up in the morning light, he's a hunter, you're the fall. Ich scroll hier komplett durch. Ich bin schon bei den Nachrichten von vor 2-3 Stunden. Es steht nur Scheiße da. Geht nicht noch irgendwo eine Bukake-Party? Wir. Die ist nur Bullshit. Und jeden Tag sagt mir die Scheiße. Was kauft der? Ey, du. Was verkaufst denn du? Oder kaufst du Sachen? Okay. Woher willst du wissen, was ich nicht da habe? Was dich interessiert, die Kleine? Arschloch. Mann, ich komme mir voll dumm vor mit dem Dings auf dem Kopf. Mach. Ich zähl das ja um. Was ist denn? Ist da die Alarmanlage an? Was machst du? Bist schon wieder betrunken? Warum machst du die ganze Tür noch? Heil! Ja. Die hört nichts, sie hat Ohrenschützer. Mann, ich kann nicht einsteigen! So. Warum tust du es dann? Ich hab Auto ganze Zeit auf und ab geschossen. FS, hallo, guten Abend. Mann, lass mich schon mit sagen. Ey, ich hab gar nichts gemacht. Du hast mich nach. Ich hab super duper Hunger. Das darf ich ja wohl. Das wird man ja wohl noch tun dürfen. Ein Mokop. In the morning that. He's a hunter, you're the fall. Ich muss noch irgendwas abnehmen. Party oder so. Ach, Baby, Baby. Vielleicht ist beim Justin was los. Weil die Kneipe. Wer ist Justin? Na, der Typ von... Ich hab mir den Finger gehauen tun.
der vorne wohnt. Also, gehen wir nicht hier hin? Ja doch, wir können gucken. Ich bin für eine Hypnose. Ich habe alles gesehen. Was dann? Beim Gucken. Geht kein Auto. Das ist schlecht. Ja. Ihr seid aber heute auch nicht motiviert. Ich halte mich zurück für deinen Hals. Nee, du musst dich nicht zurückhalten. Doch, sagst du wohl auch. Ich muss mich zurückhalten. Ich bin sickig. Warum? Weil die Regierung mich angerufen hat. Was will die? Leise. Dr. Chang? Ich schau. Chunky? Chunk. Sag mal, bestellen die hier eigentlich mal Essen? Machst du da? Warum ist hier Bier im Kühlschrank? Na, weil's gut ist. Was, also auf Klo ist er nicht. Okay. Was haben wir vor? Worauf haben wir die Lust? Weiß nicht. Wir schauen nach Pipo. Dann lass bei Muslim gucken. Wenn da nichts ist, können wir im Dienst gehen. Wo gehst du hin? Na raus. Na hier lang. Ach, ist doch alles. Irgendwie das Gefühl, dass sich alle vor uns verstecken. Wo gehst du hin? Na zum... Mann, red doch mal laut, Mädchen. Zum Auto. Warum? Das ist hier direkt im Ecke. Ja, pff, glaubst du, ich lauf weiter als mein Auto? Weiß nicht. Hä? Bin... Oberzicke. Ich bin sauer. Warum? Ich kann meine Stirn nicht sehen. Boah. Bötchen. Bötchen. Mir pfundest du vom Rast in die Kneipe. Ja doch. Hier darfst du nicht parken. Oh. Ist da Monster drin? Wo? Im Auto, wo sie parken wollte. Sollen wir mal gucken? Hast du gesehen? Mila, das ist ein Monster, sagte Pinsel. Nee, da geh ich nicht hin. Das ist eine Leiche. Cool. Ist das eine Leiche? Ja. Lebt die noch? Lebende Leichen? Boah. Ja, Zombies. Ich wusste vorhin, dass der Gast ein komischer ist. Abschossen. Ja, geil. Mann, wo sind denn alle Menschen heute? Tot. Yellowjack, vielleicht? Ja, vielleicht da, dann fahren wir da hin. Pinsel? Was zur Hölle? Ach, Mann. Kann sein, dass heute Freitag ist? Heute ist ein Scheißtag. Ja. Heute ist kein Feiertag mehr. Nein, ein Scheißtag.
Was denn, Chat, wo sind alle? Du bist ein Scheiß. Also kein Meter machen jetzt. Du! Aber das ist schon nach Döner richtig mit weird. Seiner... Ach komm, ey. Du trifft halt gefühlt gar keinen. Reich. Oh Mann, oh Meter. Boah, ich hab zwei Heulsusen hier im Auto. Ja. Boah, da will ich gar nicht hin. Ich hasse ja. Es. Ja, wow. Nee, du steigst hier jetzt aus. Nein. Wir sind richtig am Nörgel. Wir sind ehrlich. Wenn Männer krank sind, das Schlimmste, was es gibt. Ja, ihr seid Stimulanten, mehr nicht. Mein Gott, nochmal. Oh, jetzt werden wir überholt. Das nervt. Von wem? Dem Typ, der im Handy ist. Quatsch, der ist dumm schneller als wir. Frag ihn mal, wir haben einen V8 Biturbo. Boah. Er sitzt immer im Panzer, Junge. Weil jetzt auf zum... Du bist ja schlimmer als ich. Weißt du, was das Dings ist, Pinsel? Ja, weißt du, was das Dings ist? Was geht denn jetzt ab? Boah, jetzt zockt der da hinten. Ach komm, ey. Das ist wie so ein beleidigtes Kleinkind. Ich spiel's Gameboy. Oh, das tut weh. Ja, leck mich. Ich will nicht nach Sandy. Na, dann sag doch, was du willst. Ich würde gern Erster werden. Da drin ist sehr intensiv, wie du siehst. Ne, ich sitze vorne, ich sehe das nicht. Ja, scheiße. Oh mein Gott. Pitten. Wow. Wow, da stehen sie. Guck mal, geformt wie eh und je. Park jetzt davor, damit die sehen, wie cool, was für eine coole Karre wir haben. Du bekommst Ärger, weil du nicht hier drauf fallen darfst. Die juckt nicht. Wann wollen sie machen, ne? Wann wollen sie machen, ne? Ich bin El Diablo. Und jetzt wird gefickt. Wir haben Hunger. Einmal ficken und zwar hart. Einmal schicken ohne Salat. Hm. Hallo. Howdy. Schön. Hallo. Ja, ich habe keinen Satz über die Fresse gekriegt. Hallo. Grüße. Ich will eine Hamsterfleisch-Frikadelle. Warum das denn? Na, weil ich hab Hunger. Ja, kannst auch ein Speerrib haben. Ein Speer? Speerribs von Schwein. Aber ich will eine Hamsterfleisch-Frikadelle. Du müsstest... Hamster habe ich nicht. Ich könnte vielleicht einen Eichhörnchen-Burger eventuell besorgen. Nein, wir haben Angst vor Eichhörnchen. Ich hab eben Bigfoot gehabt bei mir. Der eben. Big Fuck. Der Sasquatch? Der war bei mir, der hat geknurrt. Hinter meiner scheiß Mauer hat er geknurrt. Hat wahrscheinlich die scheiß Speerribs gerochen vom Grill. Das darf der nicht, das ist illegal. Jetzt beruhig dich mal, du Penner. Das sag ich den Sasquatch. Mir ist die ganze Bierflasche aus der Hand gefallen. Ich werde ihn versuchen, ihn mehr zu geben. Deshalb stinkst du so ein Bier? Ich bin der Kneipenwirt, Mann. Was ist mit dir los? Ja, kann ich hell sehen. Nee, ich sehe aber so aus, dass ich arbeite, oder? Nee. Ich mache ja gerade ein bisschen. Du hast ja nicht mal eine Schürze an. Ja, macht ja auch nichts. Du riechst ein bisschen nach Moorleiche. Haarnetz, ich hab einen Cowboy-Hut auf, Mann. Down? Ich habe einen Cowboy-Hut auf. Du siehst. Ja, du nicht. Nee. Was nicht? Nee, wollt ihr was trinken, was essen? Du nicht könntest, du musst essen. Habt ihr Afri-Cola? Ja, ich habe eine Cola, kann ich anbieten. Afri-Cola kann ich anbieten, ja. Mila hat gepupst. Passbrause oder Spezi? Ja, der hat den weggeschnürft. Paulana? Ich nehm Spezi und ich nehm Fleisch. Fleisch.
Gleich. Möchtest, was willst du denn haben? Willst du Frikadellen haben? Willst du einen Schnitzel haben? Willst du denn Speerrips haben? Oder Apfelstrudel oder Mettbrötchen? Ja. Mettbrötchen? Nee. Ja, ich hätte gerne eine Nummer, Baby. Ich will Speerrips. Speerrips, dann muss ich aber draußen auf den Grill erstmal legen. Okay. Hör das? Ja. Hast du im Hals gerülpst? Ja. Willkommen im Norden erstmal. Ich bin der Kneipenhari. Hallo, ich bin der Trucker Kaldes. Ich bin Mila. Mila? Ja. Seid ihr jetzt die drei von der Tankstelle oder was? Nee. Weißt du, ich habe mich da noch gar nicht vorgestellt. Wir sind Ärzte. Aus dem Norden. Ihr seid Ärzte? Ich habe morgen ein Event hier, morgen Abend. Ja und? Boxen? Ja, mitten in die Fresse Mittwoch. Ich will mitmachen. Ja, kannst du machen. Ab 20 Uhr geht's morgen los. Was ist denn da? Ich will da sein. Darf man noch treten und spucken? Nur nicht kratzen. Was, wenn mein Arsch juckt? dann kannst du dich mal jucken. Aber beim Boxen werde ich nicht jucken vielleicht. Und ihnen gehört die Kneipe? Ja, kannst du auch du sagen. Wo ist denn die Frau, die er gearbeitet hat? Die wollte meinen Viech kaufen. Welche Frau? Die liegt jetzt im Ballett am Auto. Ah. Was? Guck mal hier, ich kann mal zeigen, was mal. Hier ist meine, guck mal hier. Okay. Wow. Hier gibt es einen Automat. Jacqueline, könnt ihr hier auch zocken? Boah. Hier ist Automat, hier ist Jacqueline, meine Hausschlange. Was ist denn das hier? Hey, mach mal was. Hallo? Mach mal was. Blöde Hamster. Ist kein Hamster, Blöde Mann. Hamster. Was ist mit dir denn los? Los, mach mal was. Dann mach ich doch gar nichts. Ist okay, der ist so. Ja, pass auf, nicht zu viel. Ich kann süchtig machen, Spiel, ne? Süchtig. Haro. Dom Klo Hallo, das ist privat. Hier, nimm das Klo. Da geht in meine Garage rein. Hallo? Schlange. Die macht ja gar nichts. Wo ist denn der hin? Der ist, glaube ich, in den Klo. Weil du musst aufpassen, eine Cloud. Hier im Klo. Im Klo kann er nichts klauen. Da ist nur ein Duftbaum. Da steht UK drauf. Doch, Klopapier. Klettpapier klaut ihr? Der klaut Klopapier. Warum das? Hast du deine Maschine hier manipuliert oder sprungen dir Gelder? Da musst du 500 das Spin machen, dann gewinnt man. Okay, dann setze ich mich jetzt mal dran. Ich habe nur ein bisschen gebaut. Ich mach mal die Speerrips, ne? Ein bisschen auf ich will Grill, ne? Frikadelle. Okay. Ja. Oh. Das ist so teuer. 20 Dollar. Ich sag nur bei 100. 7? Oh. Was ist das denn? Was ist denn das für ein Geräusch hier? Weiß nicht. Ist das der Abfluss? Ist das die Schlange? Sprühstuhl, ich hab keine Ahnung. Ich mach das. Und das passiert öfter. Der Typ ist total verwirrt. Ist okay. Ich auch. Mit denen durch. Mit denen durch. Ahu, awai. Ich habe einfach kein Glück mehr. Curtis? Ach, der Scheiß auf dem Mann. Ja? Hast du das gehört gerade? Ja, ich habe da drinnen mal abgeflext. In der Werkstatt. Guck, ich zeig dir. Komm wieder. Ich wollte mein eigenes Holzmännchen bauen. Guck hier. Hier kannst du flexen. Oh. Ich glaube, wir dürfen nicht hier sein. Ich will nicht hier. Warum? Nicht, dass der uns zusammenschlägt. Ja, was wir machen? 3 gegen 1. Ach. Wo geht's denn hin? Wo Guck ist mal, der hier hin? Hier hat eine Frau. Oder hier war eine Schlägerei. Der ist abgehauen. Okay. Gehen. Hallo, nicht schubsen. Mann. Guck mal, Pinsel, deinem Vater. Welcher? Da unten rechts. Der US-Marshal. Mein Vater ist der in der Mitte oben, guck mal. Warum schreist du so rum? Ja, weil hier Glas irgendwie zerbrochen ist, oder? Glas? Nee, das war die Flex. Das war eine Schlange. Die hat ein Glas geworfen. Ja, Rippchen. Nee, ich wollte eine Hamsterfrikadelle.
Junge, sehe ich auch wie ein Hamsterbacker bin oder was? Hamsterbacker. Hier gibt es ein Mettbrötchen. Komm hier. Bist du Vegetarier? Nee, ne? Hoffe ich nicht. Doch, ich bin Vegetarier. Ja, dann musst du das Mett wegnehmen. Dann isst das Brötchen. Aber das ein Brötchen ist Mehl. Und Mehl wird aus Milch gemacht. Und Milch ist von der Kuh. Dennis? Ja. Ich habe deinen Papa gefunden. Wo? Da oben. In meinen Kneipen, Harry. Was ist so was? Da ist mein Papa hängt an der Wand. Kann nicht sein. Da ist der Güni auf dem Klo, Mann. Ja, ja. Nee, das ist mein Papa da oben. Ey, der heißt Güni, der ist 81, Mann. Der hat die Kneipe früher gehört. Hier hinten hängt ja, deshalb bin ich ja hier. Ich habe sein Erbe angetreten. Die Kneipe gehört jetzt mir. Hier hinten hängt Miss Juli 89. Guck das mal. Ist meine Kneipe. Die wurde mir vererbt. Was? Hier ist Miss Wenn Juli. Wenn ich groß bin, ja. möchte mal, ich hört so der so Typ überhaupt zu. Ja, guck mal. Das ist Miss Nein. Juli 89. Der will jetzt seine Geschichte vorne. Ja. Das ist Mila. Miss Juli 89. Das ist Mila. Ja. Ja. Mila, da hängen Poster von dir in der Wand. Und Tok Tok. Komm mit. Seid ihr Geschwister, Emily, ne? Das ist meine Frau. Ach, deine Frau? Das sieht man doch, wir sind uns ähnlich. Das stimmt, an den Haaren, ne, sieht man das, ne? Genau, an dem Fuß. Fußnagel. Hast du auch vegetarisches Mett? Vegetarisches Mett? Das ist ein Blumenerde, Mann. Nein. Ich hab Apfelstrudel. Okay. Was? Ja. Ja, wenn ich 15 Mal auf den Schnitzel haue, ist es auch vegetarisch. Warum das dann? Keine Ahnung, ist normal, dachte ich mir einfach jetzt so. Aber ich weiß nicht warum. Ich hab das nur mal so erzählt. Vielleicht glaubt das ja wer. Manche rauchen ja auch Bananenschalen. Getrocknete. Das glaub ich. Was macht denn ja der mit dem Schwein da? Willst du den BH anziehen oder was? Nimm den mit. Der klaut den, pass auf. Ist das doch so eine L-Story, der Typ, ja? Der war auch gerade schon in der Kasse. Ja, gut. Der da immer. Ist ja nichts drin. Ja, das wundert mich nicht. Wo kommt ihr her? Aus der Stadt oder was? Nee, aus dem Norden. Aus dem Norden. Wie aus dem Norden? Ich hab euch noch nie gesehen. Ich bin aus dem Norden, Mann. Ich bin hier der Norden. Wir sind schon viel länger im Norden. Harry, ich guck mir den Automaten an. Asimov. Ja? Wer ist das denn jetzt hier? Na, das sind die vom Casino. Hey, mein Guter, wie geht's dir? Der Automat ist kaputt. Ja, er hat verloren. Wie verloren? Nee, ich hab nicht verloren. Dann ist er nicht kaputt. Warum ruft er nicht vorher an bei mir, wenn er kommt? Nee, ich wusste gar nicht, dass du einen Automat entstehen hast. Ein Dings. Wie, wusste das nicht? Ich wusste das nicht. Ja, jetzt weiß ich es ja. Ja, genau. Und Lonnie hat mir gesagt, ich soll mal bei dir vorbeikommen. Asimov. Was denn? Wir brauchen Kredit. Wie viel? 60.000. Was hast du als Sicherheit? Meine Unterschrift. Kann ich mich direkt von der Brücke stürzen? Hast du mal unsere Karte draußen gesehen? Wir sind Verpartner, Palladium Partner. Ja, perfekt. Wenn du mir das Fahrzeug überschreibst, das ist okay. Frage ich mal Morales mal, ob ihr da angestellt seid. Ja, aber das ist okay, du kriegst sie ja wieder. Sag mal, hörst du zu? Da hast angestellt du sind wir nicht, wir sind Verpartner. Verpartnert? Meine Karte draußen. Weil wir sind die Wildcats. Unsere Karre draußen kostet mehr als dein ganzes Grundstück hier. Harry, ja. Wie heißt deine Dings da? Schlange, meine heißt Oleg. Jacqueline. Jacqueline? Ja. Lass mal die paaren. Meine ist männlich, bei dir? Und dann wirst du dicke Mamba oder was? Ja, keine Ahnung. Ich will gerne. Dann mach mal den Nackt da rein. Also den deinen. Also ja, jetzt, gut, dann kann sein. Oleg bringe ich dann später mit. Okay, Bruder. So, warte mal. Lass dann mal hier gucken. Oleg und Bolek dann oh, was? Oh, danke schön. Was ist denn jetzt mit meinem vegetarischen Mettbrötchen? Oh, was bringt Junge, mir das? Junge, mach doch die scheiß Wetter runter, Mann. Ich kann da auch nicht, ich hab kein vegetarisches so, Mettbrötchen. Du weißt schon, dass wir Restaurantkritiker sind, ne? Sehr Kritiker? Ja. Kriege ich Sterne hier, oder? Das sieht frisch aus. Aber bisher hast du einen halben Stern. Hier, guck mal hier, ist weiß Spiel. Auch gut. Danke. Aber okay, gut, mach mal Mützfach vegetarisch. Bestimmt wieder Zähne drin oder sowas. Das ist nicht vegetarisch. Geht sie, natürlich. Was macht denn der halt auf dem Klo, Mann? Geh mal hinterher schnell. Bestimmt Knöpfe oder sowas, wie alle anderen. Was ist mit euch noch? Was machst du auf den Bring dir den Scheiß, den leer? Den kannst du übelst verarschen. Was denn? Der kriegt gar nichts ekelhaft, mehr. Ich wechsle ja auch stetig immer die Kassetten, weißt du? So, ich gehe jetzt. Der hat mir mein Pissen zugeguckt, die kranke Sau. Ich hab gar nicht gesehen, was hier. Ganz Ding, $60.000. Asimov, wir brauchen $60.000. Es geht um Leben und Tod. Ey, ja, pass mal auf. Das Problem ist, 60.000 ist eine große Summe. Ich brauche auf jeden Fall... Wie geht's hier auf einmal los? Ich habe $30 vorhin gesetzt, habe 600 gewonnen. Ja, okay, spiel mal. Drei Melonen. Spiel mal.
Setz mal rein. Also voll die Bude hier, Mann. Ich brauch Sicherung auf jeden Fall. Irgendein gutes Auto. Ich hab PPOs gegeben. Ja, aber das bringt ja nichts. Wenn du das Auto draußen hast, ja, auf mich überschreibst und bis du zurückgezahlt hast, ja, kein Problem. Die Karre ist teurer als dein ganzes Casino. Ja. Ja, glaube ich nicht. Mein Casino ist genau 12.323.000 Dollar und 27 Cent. Das wurde importiert. Ja, aber das ist nicht mein Problem. Du kriegst das Auto ja wieder. Aber nicht für 6.000. Der Automat funktioniert anscheinend super. Er verliert und... Ja, aber es ist Sicherheit, weißt du? Ja, du mit deiner Sicherheit. Aber guck mal, der grüne Knopf... der gibt keinen Kredit. Der ist ein dunkler Knopf. Den müssen wir ersetzen. Die drücken das. Mann, guckst du da. Weißt du? Wälder. Yeah, ich hab 10 Dollar. Guck mal da. Da oben ist... Nee, mach mal... Guck mal da. Wer ist der denn? Oh, ein Flugzeug. Ja, dann komm im Casino vorbei. Guck mal da. Fortuna auf deiner Seite. Ja, ein Flugzeug. Nein, da unten da. Da unten? Nein, oh. Hier. Der Automat lässt da. Nicht los. Das ist... Das der S? Genau. Die hat sich vollgeschissen. So. Ja. Erneuer mal die Schuhe. Wir machen die neue Feder dran. Und dann warum ist die Ladung immer voll? Weiß nicht. Perfekt. Ich bin traurig. Warum? Ach, halt's Maul. Das ist so komisch hier, ne? Ja. Der Typ hat uns gefühlt seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Und ich habe meine Lippchen immer noch nicht. Ja, der hat mir zwei Flaschen Spezi in die Hand gerückt und mit Brötchen. Hey, Spezi, ein Ohr für mich. Okay. Kennst du das? So, dann wechseln. Und ich habe nicht mal... Ich konnte mich nicht vorstellen. Er hat schon angefangen zu quatschen. Doch, wir sind mal nichts. Alles funktioniert. Aber ey, Mann, mal, ich will mein Rippchen. Was ist das hier für ein Kackschuppen? Dann fang den doch, komm. Ja, alles gut. Ja, aber das ist kein Problem, weil im Schluss ist... Harry B., danke schön für den Reset in 32 Monaten. Aber ich glaube, keiner hat gerade Bock auf Medic, Alter. Ja, ist einfach jeder läuft hier auf 10% nur heute. Pinselkrank, ich krank. Passen's mal auf, Mister. Ja, wer denn? Wer meinst du denn jetzt? Mein Rippchen vermisse ich noch. Dein Rippchen? Hast du ja gar nicht... Sprengung. Ich weiß. Mein Rippchen. Mein Spell. So viel Rippchen hast du doch gar nicht. Nein, ich wollte. Ich hab bestellt. Ich weiß. Moment. Oh, warte mal. Oh, du bekommst schon einen Stern. Dieses Ja, Harry. Ja. Entschuldige, dass ich unterbreche, aber pass auf, dass sie hier kein Update machen, ja? Was ist denn da? Ja, Software-Update. Das ist nicht gut. Die machen, guck mal, das neueste Update ist in 3.1.0, ja? Von eurer Frau so zu. Ja, aber nicht mehr. Ja, ich mach da gerade downgraden. Das Problem ist, bei den neuesten. Ja, können wir abhauen einfach? Lass uns in die Stadt vielleicht sein, Gut. Da kannst du es in die Luft. Der Norden ist komisch hier. Du musst das haben, was du hast. Hör mal zu, was die hier machen. Wichtig ist. Genau, Haargummi heißt das. Und. Selber. Lass uns rennen, wir haben nicht bezahlt. Lass abbauen, schnell! Da stehen. Wegen der Spezi und dem Riffchen. Ey, da glaube ich an den Rockern vorbei. Da reden die darüber, wie man Frauen Zöpfe richtig macht. Da habe ich auch wieder alle. Ich bin schwach heute, oder? Irgendwas Normales muss doch abgehen. Mir geht's heute auch nicht so gut. Oh, Unicorn hat heute offen. Ja, kommen wir vorbei. Yay. Ja, 10.000 für den Eintritt zahlen. Was macht denn Dori? Dori sagt, die chillt wahrscheinlich in Tattoo-Studio. Was geht denn jetzt ab? Oder der ist leise, weil der auch krank ist. Ich brauch mal ein anderes Spiel. Weil der auch Halsschmerzen hat, nur wie ich. Wir können nicht lachen, das tut richtig weh im Hals. Ja, of course. Boah, ich bin völlig im Arsch. Na, dann geh doch nach Hause. Meine Fresse, du hast mir nichts zu sagen. Pass mal auf, Männchen, du hältst mir aber auch nicht weiter hier im Auto die Ohren voll. Dann kannst du laufen. Du bist ja schlimmer als ich. Und ich bin schon wehleidig. Ja, ach komm. Ach komm. Ihr seid so nervig, ne? Wie etwas, das einfach super nervig ist. Wirklich.
Du hältst auch die Krabbe. Nee, ich hab die Schnauze so gestichen voll davon, fang nicht so dass schnell. Ich jetzt so die ganze Zeit den Tag muss, die ganze Zeit eure scheiß Laune. Ich kann nicht lachen. Dann lass es doch, du Schwanek. Genau. Boah, hier geht da richtig die Post ab. Ich dachte, holt es auf. Eigentlich war auch. Boah, der geht mir so auf den Sack, ne? Mach die Scheiße ab. Alter. Du bist so WLAN-Spinsel, ne? Du bist eine richtige Zicke, Alter. Ja. Ich dachte, die haben auf. Hey, Mädchen. Jetzt sag mir nicht, die haben auf, Alter. Musik. Musik? Ich hatte gerade Musik, ja? Ne, warte mal. Was geht da? Was geht? Ich höre Musik. Hörst du keine Musik? Mhm. Weil dann liegt's an mir. Ja, leider. Tashi. Gitte, wir müssen gehen. Warum? Die Party ist vorbei. Nee, die Party ist vorbei. Die Party. Ja, aber Stoppkuss? Nächste Woche wie, sind wir Stoppkuss? Ja, kurz. Skepsis. Ja, nein, nächste Woche wir machen mit Freigetränke-Party. Also, kein, das klingt gut. Es geht immer um Dienstag 21 Uhr los. Könnt ihr gerne vorbeikommen. Könnt ihr saufen, so viel ihr wollt. Kein. Enter. Sehr gut. Okay, danke schön. Hat er und zuerst einmal nackte Frau gesehen, oder was? Toll, Punchen vorbei. Hey, mach mal keine Welle, wo kein Wasser ist. Hey, sei nicht so frech. Oh, mach mal kein Wasser, wo kein Regen fällt. Mach mal keinen Regen, wo kein Erde ist. Wetter. Okay, da bin ich raus, hast du gewonnen. Jo, geile Fete, Alter. Weiter geht's. Komm, wir fahren zu Benny's. Fahren die nach Benny's? Ja. Dürfen wir auch da hinkommen? Was ist das dann für eine Frage? Ja, weil die Tasche gerade schon wieder gemeckert hat. Was hast du denn jetzt schon wieder, Pinsel? Der heult heute schon den ganzen Tag. Gar kein Bock. Weil der ein Moff ist. Ja, kann man nochmal Waschanlage fahren? Ich bin eine Pussy. Boah, nicht die Waschanlage. Oh, Mila! Ach komm, Katze. Nur stell dich mal nicht so an. Puh, mir geht's so scheiße. Gib Geld. Meine Gelenke tun weh. Gib Geld, du Schwonig. Da. Danke. Ach, bitte nicht waschen. Boah, weil ich ein Sneakerbett ich hasse das. Hab, Alter. Boah, ich hasse dich, ne? Boah. Oh, das nervt. Oh, Pinsel, du nervst richtig, Alter. Ja. Schwurre. Das ist so dumm, dass schon wieder lustig ist. Wir sind jetzt schon, stundenlang unterwegs und wir haben nichts erlebt. Ja. Absolut nichts. Kennst du den einen Schlumpf, der alles scheiße findet und jeden hasst? Ja, Schaubi-Schlumpf. Nein, der heißt Gargamel. Boah, guck dir die Karamila. Oh, aua, nee, Mann, fick dich doch an. Ich hab keine Lust mehr. Dein Hut ist rot von unten. Klappe. Oh. Von der Karamila. Ja, oder was, oder was? Ich hab ganz viele von den Sneakern. Ich war mir überlegen, die reinzumachen. Kann man vier machen? Die habe ich aber nicht in Auftrag gegeben. Die konnte man so kaufen auf irgendeiner Seite. In so einem Pack. Dachte ich mir, ich hol die einfach mal. Dann kommt mit ihr. Heißt das denn, Justin? Ja, okay. Justin, okay. Wir waren bei dir in der Kneipe. Ja, und Moment, wir haben was zu bereden tun. Halt's Maul, du Arsch. Oh, geil. Was ist denn heute los in der Stadt? Ist heute tot. Ich verstehe das auch nicht. Ja, Dienstag. Wir waren gestern mit den O'Neills hier, wollten Schutzgeld erpressen und die O'Neills haben mir eine Axt in den Rücken gerammt. Dir? Yep. Zeig mal. Ich zieh mich doch jetzt nicht aus. Oh, toll. Ich dachte, endlich passiert mal was. Na, zum Glück nicht zu tief, weil sonst hättest du Querschnitt ja, gelähmt werden sein. Ja, eben. Warte mal, du lässt dich von den Nunizen pressen?
Nee, eben nicht. Die haben doch in der Stadt nichts zu sagen, da gibt's nur die Yakuza. Ja, aber warum schickst du nicht zurück? Mila, hilf mir mit dem Oberteil, dann kann Pinsel. Warte mal, du willst dich jetzt ausziehen hier? What? Ich hab nen Bikini drunter. Wir waren doch gerade erst im Puff. Guckst du? Wirst du wahrscheinlich eh nicht viel sehen, weil ein Riesenpflaster drauf ist. Warte mal, die haben mir den Axt im Rücken gehauen? Und dann haben die nur ein Pflaster rüber gemacht? Was sind das für Ärzte? Ja. Macht die Gangbang gegen die jetzt? Halt mal still, ich mach dir noch Creme. Hallo? Noch besser, sonst bist du bereit. Kann ich helfen? Mann, oh Mann, Curtis, oh Mann, oh. Ich bin genauso scheiße drauf wie du. Echt? Ich bin gar nicht scheiße drauf. Der nervt mich so, ich schwöre, ich krieg dich so richtig. Aggressionspur. Oh, bitte. Mann. Wirklich. Ich krieg so eine Hasslatte. Was das denn das? Ich kann nicht noch. Was das ist? Was ist denn das? Boah, Gott, das ist so eine Heuldose schon wieder. Was hab ich schon wieder gemacht? Ich kann nicht lachen, ich kann nicht lachen. Ich bin so auf den Sack, ne? Woher geht die Win auf den Sack? Pinsel. Warum ich? Mr. Quabs? Moneten. Ja. Was hat das alles Pri gesagt? Wenn du in der Stadt ohne Schuhe unterwegs bist, musst du echt aufpassen, nicht, dass du in Glasscherben trittst. Nicht, dass du eine Spritze trittst. Ist mir heute nur 6-mal passiert. Hallo, Lemmy. Aber das tut doch weh. Ja, schon, aber ich habe dicke Hornhaut und ich habe Arschpilz. Das tut mir weh. Was hast du? Arschpilz. Ich empfehle dir, das regelmäßig zu duschen. Wir haben versucht, das wegzurasieren. Doch von der Nässe. Ja, also das kommt halt einmal davon, dass ich mir die Arschhaare immer wegbinde und davon, dass ich immer auf dem Boden sitze. Und dann kicke ich Pustelpaste in einem Popo und das juckt und bennt und juckt und bennt und das schimmert. Ja, dann darfst du nicht so viel kratzen. Es juckt und bennt. Ja, aber Baseball, lass die pennen, Alter. Heute ist... Wir haben noch mein AA bleibt immer darin fest. Ich will nicht meckern, aber heute ist echt... Mila, du machst mich jetzt fertig. Heute ist super chillig. Na, erzähl doch mal, was hat das als PD gesagt? Ja, zähl. Wer hat was gesagt? Hast du keine Anzeige gemacht? Ja doch, aber ja, du kennst doch die Cops. Die hauen den Axt im Rücken und dann passiert nichts. Ja, ja. Echt? Das ist schon scheiße. Lass nicht drüber reden. Also ich dachte, die Cops sind besser in ihrer Arbeit. Ja, das dachte ich auch. Ich dachte, zumindest fahren die regelmäßig Streife. Aber nicht mal das. Bedeutet dann ja, wir sind absolut nicht sicher. Das stimmt, wir sind nicht sicher. Wir sind nicht sicher. Eigentlich können wir alle wild wie Idioten rumlaufen, Leuten in den Kopf schießen, Äxte rumwerfen und... Die Polizei macht nichts. Wie viel Geld wollt ihr denn haben? $500 die Woche. Ich nehme 1000. Und, ja, und meine Mitarbeiter dürfen keine Waffen mehr tragen. Die werden dann regelmäßig von den O'Neills abgenommen. Ja, aber. Hab ich gesagt, ihr wohnt hier direkt in South Alessia. Hier muss doch irgendjemand irgendwo so die Stadt unter Kontrolle haben. Ja, du kannst. Die können doch nicht aus dem Norden kommen und sowas machen. Das verletzt mich so sehr. Ich höre eben meinen Song. Hä? Hab ich jetzt was Falsches gesagt? Was? Mila, komm her. Welches Song? Ich höre jetzt mein Lied, um wieder glücklich zu werden. Welches Lied? Komm her. Putti Putti. Achso. Ja, mach ruhig. Und was ist mit Flummi Flummi? Flummi kann ich auch. Wann machst du dein Handy aus? Ich hab sogar einen Love-Song für Kürtis. Was ist ein Love-Song? Wann machst du dein Handy aus? Na jetzt. Okay. Aber nicht so laut. Oh, den kann ich noch. Ich hab die Hook gesungen. Ja, es ist eine Sprache. Es ist Spanisch. Mann, ich bin Rechtsträger.
Das Lied ist auch schon wieder Monate her, Alter. Klar. Nein, ist kein Jahr her. Letzte Season, Sektor. Machst du Puldi Puldi? Puldi Puldi? Ganz wahr. Nein, auf Sektor, let's season. Puldi Puldi. Pudi pudi. Ich bereite mich vor. Aber das ist nicht die 10-Stunden-Version, ne? Ist das Pudi pudi oder Pummi-Song? Puldi Puldi. Ja. Puldi Puldi. Oh, das wird laut. Wir haben ein bisschen leise. Sag wieder das Chat, wir hören uns jetzt Puldi Puldi an. Warum? Nicht, dass der Itachi gleich wohl bekommt. Itami. Ist doch gar nicht laut. Gigapulli. Was machen wir nun mit unserem Leben? Ich werde nicht bezahlen dafür. Wusa, kennst du nicht den Puddy-Puddy-Song, Alter? Ich glaube, das ist die 10-Stunden-Version. Oh, oh. Puddy-Puddy. Gigapulli. Ungefähr preislich. Der war so ein schönes Lied. 20, dann ist aber ja. Standard, ne? Ja, ja. Okay. Das ist so schön aber wie wenn du das Fahrzeug bei uns kaufst, dann kriegst du aus Tuning deine 25% Rabatt. Okay. Ungefähr Preis Tuning. Ich weiß, ein bisschen schwer zu sagen, aber so. Oh ja. Zwischen Justin ist gar nicht mehr unser Freund. Maybe. Kommt drauf an, was okay. Du machen lässt. Vielleicht auch Mila. Günstiger. Okay. Was? Du bist kein Fohlen mehr, Justin.
Wieso? Sag's nicht Hallo, sag's nicht Bye. Wahrscheinlich ich hab doch Hallo gesagt, beim Müller morgen, oder? Aber Bye nicht, Assi, Arsch. Oh, Entschuldigung. Ich hab einen Arsch, aber ganz schön. Ich werde nie wieder was machen auch mit dir. Trinkst du mich nicht mehr? Wir standen vor deiner Kneipe und die war geschossen. Und da deswegen fahren wir ja wieder hoch. Und da stand ein Auto beim Monster hinten drin. Ja, das ist mein Auto. Du hast eine Leiche im Kofferraum. Ich habe ein Leichenauto, ja. Besser als Leichen im Keller. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist der Opa vom Taxi. Mhm. Opa ich vom weiß nicht. Taxi? Nee, ich sag mal lieber nichts weiter. Ich muss los. Und da sowas aber. Huch! Mach auf! Papa, ich mein Papa, Chef, mach auf! Das ist ein uncooler Abgang. Huch! Das ist so wack. Huch! Meine Schultern tun weh. Na, na. Ich bin so wehleid, ich hasse mich selbst dafür. Ja, ich dich auch. Das ist schon okay. Und sieht Pinsel immer noch aus wie nie tot. Was denn du das? Wer ist da? Oh, oh. Horroranruf? Wie es mit den Betäubungsmitteln aussieht? Was? Ja, ich weiß doch gar nicht, wer da dran ist. Komm ich ran. Betäubungsmittel. Aber wann und wo und wie und wohin und was geht ab? Wie viel? Wie viel? Und wie viel? Morgen folgen Infos. Okay, danke. Und dann... Okay. Da hat schon wieder unbekannt angerufen, aber Mila, du hast doch gesagt, Curtis war das. Nee. Ja, aber das heißt ja nicht, dass das immer Curtis ist. Ja, aber warte mal, was war ich? Achso, mit den $10,000, das war ich. Aber jetzt hat mich einer angerufen, der will, dass ich Betäubungsmittel besorge. Na, denk dran, wir haben, Mila, wir waren bei Teinert. Und dann hat Pinsel da jemanden erzählt, dass der einen Torus klauen muss. Und der soll so ein Gerät besorgen dafür, damit der einen klauen kann. Vielleicht ist das der Auftraggeber. Jetzt okay, müssen wir was für den machen. Was hältst du davon? Was dann? Wenn wir mit dem Ort vereinbaren. Heute? Nee, morgen. Da kriege ich erst Infos morgen. Wir vereinbaren einen Ort, legen dem das Zeug in so einem Beutel irgendwo und hin. Dann und dann verboxen wir den. Und dann kommt der Herr Luke vorbei. Haben wir dir? Ist auf der Push. Pass auf, das kann doch der Dings sein. Das kann doch der Hawkins sein, ne? Der uns dann bei den Cops verpfeift, dass wir geklaut haben. Und dann sind wir gefeuert. Ja, aber wenn wir dann mit dem Krankenhaus quatschen und mit der Polizei, dann müsste das okay sein. Und was ist, wenn das der Auftraggeber ist und das ist nicht der Hawkins, sondern gefährliche Leute? Und wir haben die verpetzt bei Polizei? Dann sterben wir. Ja, aber dann sage ich, du hast mich gezwungen. Ich? Ja, irgendjemand. Du weißt schon, dass die Stadt nicht sicher ist, weil hier können Leute auch rumrennen und dir eine Axt im Rücken schmeißen und die Polizei macht nichts. Ja, dann kriegt man riesengroßes Pflaster. Also ich glaube nicht, dass die nichts gemacht haben. Ich glaube, die Rocks erzählt haben von einer Zicke Story. Weißt okay. du nicht? Kann ja sein. Ja, kann sein. Ja, du bist so lange richtig, bis das Gegenteil bewiesen wurde. Ja. Das stimmt. Und wie viel was sollst du besorgen? Medikamente? Betäubungsmittel. Er sagt, wie viel. Wie viel? Morgen. Er sagt morgen, wie viel. Geht unsere Keycard auf den Pillbox? Weil dann können wir da klauen. Ja. Aber du das musst sieht man. Pinsel, du musst kauen. Weil du willst... Genau. Ja, du kannst dann eh gefeuert werden. Aber das können die doch nachweisen. Dann sagen die es der Polizei. Na, dann sagst du, stimmt. Dann müssen wir vorher mit unserem Kontaktverband quatschen. Mr. Chuck? Mit dem Officer XQC oder dem anderen. Da müssen wir dem Bescheid sagen. Ja. Dann lass auf der Anruf. Dann ruf den an, dann haben wir nur was zu tun, Mister. Der hat mit Unbekannt angerufen. Na, aber wir erzählen denen, dass uns jemand sagt, dass wir das klauen sollen und eine gefährlich klingt.
und ob wir das machen sollen. Okay. Aber der ist nicht erreichbar. Und dann noch? Welche andere? Na, da waren noch zwei Cops, mit denen wir gequatscht haben. Den vertraue ich nicht. Ah, Kneto, Dankeschön für den Prime-Sub im dritten Monat. Vielen Fino Dank. Meinst du, ne? Weiß nicht, ich guck mal, wie hieß denn der? Ich glaube, der ist Fino. Ich habe den nur Detektiv Delfin. Ja, das wird schon gleich sein. Aber was wir machen können, ist in Pillbox gehen und gucken, ob unsere Karte funktioniert. Das habe ich schon funktioniert. Ich habe dort schon Sachen geklaut. Ja, ja. Ja, dann können wir eigentlich die ganzen. Also du. Nein, Pinsel, du kannst auch nicht. Wenn du kriminell bist, kriegst du keinen Job im PD. Ja, ich weiß, ich habe trotzdem 10 Kühlbags dabei. 10 Pflaster, 5 Salbe, Schmerzmittel. Dr. Chuck ist super locker. Und wenn wir den sagen, Pinsel wird der Pass, dann kann er das rausnehmen. Und wenn er das irgendwie erklären muss, dann kann er so sagen, ja, hier war ein Patient. Ich bin das mir stimmt. sicher, der würde das machen für Na, uns. Dann müssen wir mit Dr. Chuck quatschen. Ja. Ich habe Angst vor dem. Wer ruft den an? Ich rufe den an. Ich nicht. Sag, dass du der ist mein Partner in Crime. Okay. Partner in Crime? Ja, wir wollen beide Leute auflösen in Salzsäure. Nicht weglaufen. Hallo Dr. Chuck. Ich habe ein dickes Problem. Ein richtig dickes Problem. Wir werden erpasst von Leuten, die Betäubungsmittel wollen. Wir wissen aber noch nicht, wer, weil wir unbekannt angerufen werden von einer Roboterstimme. Und ich dachte mir, wenn es vielleicht so eine Spitze ist, könnte man da was machen? So, dass man sagt, okay, ein Patient war da und... Ich glaube, wir brauchen mehr als eine Betäubung. Ein Ansprechpartner bei der Justiz? Wie heißt der? Santiago. Okay, danke. Aska. Dankeschön. Ich wollte noch sagen, ich liebe sie. Naja. Hey! Was? Das darfst du nicht sagen. Hey, du denkst, du kannst... Ich hab auf Pinsel geschlagen. Aua. Mann. Das ist gemein. Das ist gemein. Du darfst nicht sagen, ich liebe dich. Ich geh nach Hause. Ja, du tritt mir gegen den Kopf, ist okay. Aber ich liebe den doch nicht wirklich. Boah, okay. Hallo, ich lieb dich auch noch. Du Dreckiger. Ja, super. Mila, warum bist du immer so aggressiv zu uns? Willst du auch noch was oder was? Lass mich. Gut. Blöd Kuh. Darf mein Kind. Darf ein ganz geschwind. Was hast du mit Pinsel gemacht? Am besten. Für immer. Penner. Wie meinst du, was habe ich mit Pinsel gemacht? Braucht er Hilfe? Watch, die ist erwachsen. Oh Mann, ey. Ich habe eine Tamponade mitgelassen. Die stecke ich ihm rein. Ich bleib hier am Verliegen. Wo steckt man Tamponaden rein? Oh, meine Nase. Nase. Wusstest du, dass es mehr Sterne im Himmel gibt als Sandkörner auf der Welt? Ich gucke mir gerade die Sterne an im Himmel. Echt? Ja. Und was sagen die? Gar nichts. Okay. Was hat denn Dr. Chuck gesagt? Dr. Chuck sagt, ist halt schlecht, weil, irgendwie wegen Justiz und wir haben da aber jemanden, so einen Ansprechpartner und zu dem sollen wir gehen. Wie heißt der? Santiago. Na, dann müssen wir zu dem gehen. Ja. Aber Pinsel muss erstmal wach werden, weil ich habe den Heierlied gesungen. Na, dann ruft doch mal eine RTB. Aber der macht doch nur Heier. Meinst du?
natürlich nicht. Ich rufe ein RTW. RTW. Police Medical. Slim X, dankeschön für den Resub 8 Monate. Slim und X. Moin, moin! Dankeschön. Ich habe hier einen jungen Herrn, der hat starke, dolle Nasenbluten. Ich habe den aber ein bisschen was in die Nase gesteckt. Aber dem geht's nicht so gut bei Bennys. Der ist. Ja, genau. Der ist auch nicht. Warte, ist der. Pinsel! Ja, okay, der tut so. Der Johnny, danke schön ebenfalls für den Resub im 53. Monat. Ich bin so verspannt, Alter, das ist ja unnormal. Wie gesagt, der stimuliert viel. Aska, danke schön. Tschüss. Ich bleib hier am Verliegen bisschen. Ist okay. Na, du kannst in der Zeit mal anrufen, ob der Herr Santiago da ist. Ich hab die Nummer nicht. Die hast du gespeichert im Handy. Department of Justice. Renn ich mal. Tach, tach, hier ist Mila. Ich hab eine Frage. Ist der Herr Santiago da? Mein Vater? Weiß ich nicht. Nee, ich muss den Zeit nur sprechen. Auch einen Hustenbonbon. Tinkepäckchen, Zeit ein Tinkepäckchen. Alles geht hier dem Baron, Alter. Okay. Ich glaube, ich werde heute Abend wieder Herr der Ringe gucken. Achso, nein, nein. Hoff nicht. Dann wäre der ja tot. Ja, mein Papa hat einen Keks gegessen. Auf immer so einen Quatsch zu erzählen. Ja. Okay. Ja, jeder weiß ja, dass Menschen Kekse nicht so gut abkönnen, weil man verdaut die ja nicht. Und dann war der Keks ist in seine Lunge gegangen. Ja. Naja, aber wann ist der wohl zu sprechen? Okay, Aska. Morgen Abend. Aska, dann versuche ich nochmal dann. Tschüss. Santiago ist nicht da. Okay. Morgen Abend sollen wir nochmal versuchen. Okay. Du hast mich in die Fresse gehauen. Ja, verdient. Mm-mm. Warte. So. Das ist nicht nett. Was nicht nett? Was du machst. Mich hinlegen? In Fresse hauen. Ja. Das stimmt. Das ist so dumm. Ja, oder? Ich glaube, meine Lippe ist aufgepatzt. Jetzt sei nicht sauer. Nur Schlägipfel, chill dich rum. Was ist hier ich passiert? Auch. Mila hat uns verhauen. Warum legte Mila, aber wenn sie euch verhauen hatte? Er wollte die mich auch gehauen haben, alle beide. Aber wieso? Das stimmt nicht. Das sind Fake News. Das ist kein Fake News. Du hast mich genauso geschlagen. Hast du Mila geschlagen? Mm-mm. Hast du wohl? Okay. Sie hat zum Dr. Chuck, ich liebe dich gesagt. Nein, hat mich verprügelt. Ich habe nicht gesagt. Ich dreh mich jetzt an dir, okay? Ich dreh mich jetzt von die Seite. Hör auf! Pinsel, wie geht's dir? Der Dr. Chuck hat einfach aufgelegt. Ich konnte dir nicht mal sagen, ich liebe dich. Was? Du wolltest aber. Boah, ja, aber machst du auch immer bei irgendwelchen Leuten? Lüge. Keine Lüge. Dumme Kuh. Alles Beste. Selber, lachen alle Kälber, lacht der ganze Stall und du hast einen Knall. Ach, Kinder, habt ihr euch lieb? Nee, ja, wir haben. Oh, jetzt. Eis.
Mito! Mito! Nicht wegfahren! Ach, dein Liebling ist wieder da, hä? Huh? Ich kaufe dir auch vielleicht halt jetzt Kaukoppe. Ach, und plötzlich geht's dir wieder gut. Ich nehme auch ein Schokoeis. Oh, komm, ich gebeißer. Wenn der kommt, geht's dir wieder gut. Chill! Mann! Ihr braucht mir nicht mehr nach Hause kommen. Vielleicht halt der Kaukoppe ein. Ja, schön. Hi. Och, Mila. Nö. Jo, bei dem ist der Topf fit und bei mir. Das geht voll Mila. Ach, Kette, du komm, Mila. Mila. Du weißt ja, Lulipin. Warum? Du stehst voll auf Männer. Sobald ich kann, falle ich schon in die stabile Seite. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt voll wohl. Das ist Vito, Mann. Das ist ein Legendärer. Ach. Komm, ich geh hin. Ich will Quarkwappen. Geh hin. Komm, ich muss deinen Liebhaber nicht noch kennenlernen. Komm jetzt. Nö, das ist... Mila, du brauchst eine Liebhaberin. Das traust du dich nicht nochmal. Girl, ich bin ein Wingman, komm. Ich bin ein Wingman, Baby. Sollen wir auch? Was? Ich bin ein Wingman, komm, wir können auch. Dann nee, geh weg von rein. Mir. Oh mein Gott. Nein. Komm, Curtis. Komm. Siehst du, was du mir antust? Wie was? Komm schon, das ist ein Elfmeter. Ja, wir vertragen. Ich hab Lipgloss. Ja, ich hab dich lieb. Guck mal. Ach so. Die Sache. Ja. Hände knallt. Hände knallt. Komm, jetzt gehen wir uns ein Eis holen. Hey. Auf zum Eise. Eis, Mann. Die Eise. Hi, Vito. Ja, ciao. Lass dich küssen, ne? Das darf meine Frau nicht sehen. Sie, aber das ist die Italien-Kusse. Sie ist auch die Wange, sie. So. Oder? Bitte, wollt ihr die Eise? Hast du Quarkwappen-Eis? No. Oh. Aber ich habe bald die... Sie? Hast du Augeneis? Und ja, die Augeneise? No, ich habe aber bald die Lutschefinger. Hi, Vito. Bitte, ciao. Oh. Mina lutscht gerne Finger. Ich nehme Stadtteller. Das ist der Teller, sie. Ist sie die ganze Früchte gemacht mit dem Milchaufschäumer, sie? Gesundheit. Vito, dein neuestes Bild ist echt der Hammer. Grazie. Für die Sahne? Vito hat schon wieder ein neues Bild, Pinsel, Mila. Da war der im Kino. Muss Vito erstmal fragen. Warte, war die Horrorfilme, war die ganze gruselig. Ich war den hier, Amore. Ich habe die ganzen Filme geswitzte. Gut, die Eise für dich, Jessie. Der nächste. Dankeschön. Ich nehme wieder zwei Kugeln Thunfischeis. Thunfischeis, Jessie. Was? Das sind neue Angebote. Thunfisch. Die ganze Stadt ist verrückt nach Thunfisch. Und bald gibt's auch Kaulquappen, ne, Vito? Kaulquappen? Sie. Ja, Kaulquappen-Ei. Mit die Sahne? Ja, bitte. Gibt's auch Schlumpfeis? Sie. Ich wollte gerade sagen, das hat er doch. Das wusste ich gar nicht. Hat er auch immer gesagt. Sie, für dich hier extra mit der Kirche, sie, obendrauf aus der Wachse. Mein Kirche? Sie, die Wachse-Kirche. Würde ich dir empfehlen zu essen, aber du kannst sie anzünden, sie. Oder? Danke. Gut, keine Probleme. Wer ist der Nächste? Pinsel. Es ist ein bisschen spät eigentlich für Eis. Pinsel. Ne? Oh, Mann, hast du das Bild gesehen, Pinsel? Hast du die Pinsel? Er hat das Bild gesehen. Was ist los, ey? Jetzt muss ich auch gucken. Oh, ist so ein perfektes Bild. Ihr müsst dem Video folgen im Social Media. Er hat die besten Bilder. Ich bin Fan. Aber noch mehr Fan von Mila. Wenn du den Horrorfilm gesehen hast, bist du so nicht so unsicher. Sieh, komm mal runter. Ein bisschen schwitzig, Vito. Super fotogen, Mensch. Ich will auch ein Foto mit Vito. Oh, ich will auch weißt du noch, Mina, ganz früher ein Foto auch mit Oscar? Ja. Das müssen wir hier machen, ein Foto mit Vito. Ich will auch auf dem Bild. Foto mit Vito. Foto mit Vito.
Sie sind das Essen und wir sind Jäger. Jäger. Was sie? Sie. Du bist echt ein strammer Bursche, Rito. Was sie? Mensch, ja, so alt bin wie du, will ich auch sein wie du. Wenn die Trüstenkleidung anziehe, wenn die Leute mich sehen, denkt die Pforte Italiener, sie. Ja, geh da runter, du. Oh mein Gott. Hallo. Grüße, Grüße, Herr. Ja, geh weg. Oh, ist schon spät, oder? Lecker, lecker. Oh mein Gott. Das Eis ist super lecker. Du hast mir fast das Ohr abgefetzt. Oh, vergiss nicht, ich bin allergisch gegen Stadtteller. Oh, dann solltest du vielleicht was anderes essen, Mila. Oh, zu spät. Reindrücken. Oh, oh. Will jetzt noch jemand Eis, Pinsel, du? Nein. Boah, was Pinsel ist? Möchte ein Stück. Du hast Halsschmerzen, das hilft dabei. Mila, ist ja das Eis? Mila? Mila? Ich musste aus gegebenen Anlass leider Geschäfte schließen. Wir würden eine schöne Abend. Ciao. Nee, du hast meine Frau getötet. Hallo. No, Mila. Vielleicht. Mila, nicht den Buckel machen. Nicht auf der Straße. Mila, nicht den Buckel. Oh, Kötte, oh, Pinsel, ihr wart doch noch Ärzte. Kümmern sich um Mila. Habt ihr einen Becher Wasser dabei? Heiße. Ich leere jetzt einfach einen Becher Wasser ins Gesicht. Mila! Ich will ihr was umlegen. Was? Was? Wollen Sie von dem Müll holen? Haben wir nicht von einem Stunden RTB gerufen? Bin ich im Zimmer. Was? SD. SD. Achso, die braucht LSD. Die braucht LSD. Ich hab was anderes bei hier. Ich zünd den an. Und steck den in den Mund. Zieh! Ich höre, dass das so gut ist, wenn sie allergisch gegen Stracciatella ist. Nein, die ist nicht allergisch dagegen. Wie hast du das ausgesprochen? Stracciatella. Die denkt auch, die wäre Italienerin. Arschloch. Dabei bist du aus Wales. Was bin ich? Aus Wales. Sweats. Mila. Oh mein Gott. Hat er dich rausgekommen? Glaube, ich hab Mila nicht getötet, aber die liegt hier. Der Schwanz. Was? Du siehst schon nicht? Das sind ja LSD. Ich hab kein LSD. Mir geht's ich hab dir was anderes gegeben. Aber Curtis denkt, mir geht's schlecht. Und mein Schlubbi. Was? Und mein Schlubbi. Was für ein Schlubbi soll ich dir holen? Oh, oh. Nein. Nix passiert. Das war ein Leiser. Das war ein Streicher. Das kannst du ja drum hören. Mila. Das hab Prof ja schon drin. Stinken. Ah, LSD. Zum Glück bin ich das gewohnt mit meiner Oma. Ich hab fertig. Ich ahle mich im Ambiente. Ich glaube, du brauchst frische Klamotten. Runter von mir, du stinkst ja. Oh. Da ist schon wieder gepupst in dein Rocking hoch. Ich kauf den Duftbaum und kleb ihn an dein Ohr. Gar nicht. Oder an dein Ohr. Damit es besser riecht. Riech mal in den Ohr. An ihr Ohrloch. Ich weiß. Warte, ich nicht. Ich. Du kannst nicht an deinem eigenen Ohr riechen. Okay, warte. Ja, okay. Riecht nach Kokosnuss oder sowas. Ja, Aubergine. Aubergine? Und frische Wackadoo. Auch immer. Hey, komm her, Ohrloch. Komm. Komm her! Du kannst dein Ohrloch nicht riechen. Ich hab's gar nicht. Sie jagt ihr Ohrloch. Na komm, what up? Ach komm. Ihr hättet die bei unserer Hochzeit sehen müssen. Oh, was war Hochzeit, hä? Huh? Ja, schon länger her. Ach, scheiße. Was war denn auf der Hochzeit? Na, die hat ihr Kleid vergessen. Oh,
Upsi. Mila nackt. Nee. Schlafanzug. Und die ist den kleinen Kindern hintergerannt. Ah. Ja. Aber warum ist der kleine Kinder hintergerannt? Und vielleicht muss ich nachher duschen, weil Mila hat mich ganz schön abgeschlabbert, du. Warum hast du sie abgeschlabbert? Weil ihr gesagt habt, sie soll sich eine Affäre suchen, weil Kurt das auch eine Affäre hat. Hab ich wohl. Oh, Kurt ist doch eine Affäre. Ja, komm her, Tommy. Oh, komm her. Oh, nee. Das war nur fake. Okay, ich höre fast wieder. Curtis? Geh weg. Du bist mit die Tami zusammen? Ja. Hast du ja nicht mal einen hübschen? Weißstelle Babys-Rock-Schirm-Operatik. Geh nicht schon wieder hin. Oh, was denn? Ich glaube, Andy kommt. Was ist denn da schon wieder für ein Tag heute? Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, Mila geht ja einfach Pinsel. Warte, ich muss den schubsen. Jetzt bald doch mal stehen. Oh, geht nicht, ich telefoniere, ich bin unschubsbar. Mit wem quatschst du? Mit Dowie, die beschwert sich gerade. Warum? Hallo? Die sagt, Wichser, die wollte gerne einen Schlüssel haben. Mich ruft keiner an. Mama, er ist wieder ansprechbar. Ey, Curtis liegt jeden Tag auf mich. Ach du Scheiße. Jungs, Mädels, wir haben 23:30, ne? Die Zeit ist wie im Flug bisher vergangen und wir haben absolut nichts erlebt. Aska, vielen Dank, dass Sie sich gemeldet absolut haben. Absolut richtige Füllerfolge. Okay, tschüss. Wir haben die dritte Schießerei jetzt gerade, deswegen schafft es kein RTW hierher. Weiß es nicht. Wo ist denn die Party? Weiß nicht. Du hast die Powerpuff Girls auf dem Hoodie. Hä? Was sind die Powerpuff Girls? Ja, weil ich bin heute so auf Gang drauf und ich dachte, die waren auch ein Gang. Was ist das eigentlich für ein Lederding? Lederding? Weiß nicht. Oberschenkel. Super gemacht, Leute. Ganz toll. Was denn? Lori ist jetzt auch traurig. Warum? Komm, fahren Sie durch. Wir gucken, was da abgeht. Sind die auch traurig? Ich verbox dich. Sie ist traurig, weil sie gefragt hat, wie es mir geht. Wir fahren jetzt dahin, sag ihr. Wir fahren jetzt dahin. Wir fahren jetzt zu dir. Ein bisschen haben wir ja noch. Vielleicht passiert ja noch was, ne? Pass auf euch auf. Der Moment, wo ich auflege. Keinen Achselrücken bekommen. Bye-bye. Oh, pass auf sie auf, Curtis. Mir ist so voll kannst du mir Punch beibringen? Oh, ne, kann ich nicht beibringen. Ist so voll schwer. Ist so voll schwer. Aha. Okay. Okay, ich glaube, die lassen nicht allein. Pass auf, das ist Godzilla. Wo? Ein Pfollen wartet auf mich. Warte. Ich hab Magnet geworfen. Das hab ich vom Pinsel gelernt. Ich würde noch so drüber Dankeschön, Tobi, Paste. Und schlaf gut. Hast du gehört? Pinsel hat schon Drittschießerei. Deswegen konnte der Krankenwagen nicht kommen. Also, Lori ist traurig, weil ich traurig bin. Ich bin aber nicht traurig. Ja, ihr seid so Pussys alle. Warum? Ich nicht. Wohl, alle nur am Jammern. Jammern lassen. Weißt du, wie schlimm meine Grippe ist? Weißt du, wie schlimm. Was ist denn hier eigentlich? Weiß nicht. Ja, dann fahren wir vorbei mit so einer Kamera. Solche Tage gibt es auch. Links oder rechts, glaube ich. Wo fährst du hin? Nee, links. Geradeaus, hier rechts. Geradeaus, hier rechts? Ja. Hier? Die Straßen lang. Ja, aber ich hätte auch links gekonnt, oder nicht? Ja, hat doch recht. Wir sind richtig am Nörgeln die ganze Zeit. Männer sind wehleidig, wenn die krank sind. Das tut gut im Hals, ne? Ja.
Will, der Pisser ist wieder da, ohne Scheiß. Der ist aber wieder da. Oh, ja, dann fahre ich den wieder aus. Wie schwannig. Ich glaube, wieder ruhig holt ab. Hey, du, bleib mal stehen. Wo bist denn du? Wo gehst du hin? Hey, die sitzt doch draußen. Hier nicht. Die sitzt hallo, auf Kau. Geh doch weg, ich bin hier. Was war du das? Stehen bleiben. Hi. Was nimm die Taschenlampe runter. Du hast mich gar nicht getroffen. Mach nochmal. Soll ich dir mal einen Trick zeigen? Warte mal. Du kannst gleich noch eine Kopfnuss irgendwo. Oh mein Gott. Die mach stimulieren nur nicht. Nur. Ich will keine Kopfnuss. Oh mein Gott. Die stimulieren nur, die tun so, als wäre irgendwas. Nein, wir sind krank. Schon traurig. Ja, dann hör auf. Mach das nochmal, aber nicht bei mir. Edgy Bitch, mach ich nicht, obwohl du es willst. Nee, nee. Ach komm schon. Ich hab den Rücken, Bro. Hey, hey, jetzt stimulier nicht auch noch. Komm schon, so doll war das gar nicht. Boah, ich glaube, ich habe heute nicht so viel Geld bei. Ja, echt. Nur am Schläge verteilt. Hast du noch nicht geschlagen? Ich könnte sterben dran, Alter. Boah, ich muss wirklich wissen. Du gestern operiert. Du musst mir deine Freundin gerade gehauen. Ja, pass auf, guck mal. Warst du, ne? Also, ich hatte einen Mentor. Ja, traurig. Du brauchst einen Mentor. Der kam irgendwie aus Norddeutschland oder so, ja? Ja? Und du lädst dein komplettes Chakra in der rechten Hand. Hör mal auf, wir können nicht lachen. Unser Hals so. Hör mal auf, Alter. Und dann sagst du, halt Rasengan! Ja, oh, oh, ich hab keine Zeit für so einen Quatsch. Ich zähl mein Geld. Wo ist mein Schlüssel? Hab ich in Hosentasche. Ja, ich wollte den da nicht raus. Gib mir den. Mal, gib mir meinen auch. Du hast deinen schon. Oh. Oh. Ach so. Ach du Heilige. Pinsel, was war denn das? Nix. Das war das Ding, was Mila letztens gesucht hat. Ich hab's gerade gefunden. Ist das der Tattoo-Nadel oder was? Der Akkubohrer. Ja. Kenne, wie siehst du aus? Na, der hat sich schick gemacht für dich. Nee. Wir können jetzt Kussi-Kussi machen. Was? Oh, na klar, Kussi-Kussi. Ich hab ein Besen in meiner Handtasche immer dabei. Das ist ein wirklich schöner Besen. Mama, hast du Kopfhörer auf? Für den Style, aber keine Sorge, das sind zwar Lärmschutzkopfhörer, aber reverse. Ach, guck mal, die Nudelbox. Also höre ich trotzdem. Okay. Oh. Sogar besser. Oh, jetzt zählt er seine Scheine. Verdammt, mach mal. Voll geil, die neuen Animationen. Ja, ich muss doch gucken, wo wir bleiben. Ja, klar, ich muss mal nachzählen. Na klar. Aber Pinsel! Entschuldigung. Nicht Fußball. Das gibt nur Ärger. Ich geh mal kurz in die Ecke. Weißt du, wie schlimm das ist? Wir haben Dick Party gemacht zu Pudi Pudi. Party? Ja. Doris, es ist nicht langweilig, wenn du ganz. Oh, hi! Don't slap my boo. Entschuldigung. Are you crazy in the mind? Podcast in the Chat da. Seit wann verfolgt ihr die Story, hä? Welche Story? Na, die Story. Hi, Jesus, schön dich zu lesen. Ich hoffe, dir geht's gut. Und Dankeschön für den Wisdom 18. Nee, die Linien-Story. Ups, ich meine. Ich gieße immer die Boomer. Ja, da habe ich gestern Bier reingekippt. Das mögen Boom. Was? Ob mir langweilig ist, wenn ich hier stehe? Ja. Nee, ich mache ja meistens Squatch mit Stirn oder so. Hast den. Weiß. Und dann rufe ich manchmal Pinsel an. Aber ihr seid ja auch viel beschäftigt. Nee. Nö, eigentlich nicht. Wir haben voll Langeweile. Ja. Wir sind heute den ganzen Tag rumgefahren. Wir haben nichts erlebt. Wir haben letztens den halt. Ja, aber wir waren heute noch nicht arbeiten, obwohl 3 Schießereien waren. Ja, außerdem ist Pinsel krank im Hals und ich auch. Und wir haben fast Männergrippe und wir nerven Mila ganz hart, weil wir nur im Rumnörgeln sind. Die nerven so sehr, ne? Wir können nicht lachen, weil dann tut Hals weh.
Und Mila hat gerade gepupst. Das habe ich gehört, dann bist du umgekehrt. Ja. Und der hat zum Dr. Chuck gesagt, ich liebe dich. Habe ich gar nicht. Was? Du liebst Chuck? Das habe ich nicht gesagt. Sicher. Aber Curtis erzählt wieder mal nur Kacke. Dass der aber Typen hinterher rennt, das sagt er nicht. Stimmt nicht, Vito ist mein Freund. Na, wir können Abenteuer erleben, aber glaub, geh nicht viel. Ich geh mal vorne zum Haus Pipi machen. Okay. Was ist ein Arschloch? Oh, Pins ist offline. Pinse, dankeschön für den Raid. Ich hab schon irgendwie, glaube ich, mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Es gibt keinen Host mehr, ne? Man kann nur noch raiden. Chat, lasst euch das nicht gefallen mit den Blinky-Emotes hier. Du bloß auspacken, bitte. Das tut weh in den Augen, Alter. Bitte, Chat. Ihr musstet den ganzen Tag nichts machen. Jetzt einmal du bloß. Lass die ja nicht gewinnen. Und hier einer? Versteck mich kurz, will Animation gucken. Boah, hoffentlich haben die das Palo drin. Ich glaube, hier sieht mich keiner, oder? Voll drauf. Nicht neu. Oh, das ist ja cool. Auch nicht neu. Kasse bedient auch nicht neu. Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Pudi Pudi. Pudi Pudi. Gute Nacht, Leute. Hab ich gefunden. Eine Lampe, Junge. Pins ist ja gar nicht offline. Bereit spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind. Bounce. Guck mal, die habe ich gefunden. Das ist eine hübsche Lampe. Danke. Ja, dann brauchst du nur eine Pickaxe und dann kannst du direkt in die Mine. Oder ich bin der Hausmeister von Hogwarts. Du, wie Mina und ich waren schon mal in Hogwarts. Nein. Na Finch, wohl. Ne? Warum wart ihr ohne mich in Hogwarts? Ich hab doch gesagt, Dogi, Mila und ich. Ach so, ja, stimmt. In Virtual Reality. Ja. Vielleicht werde ich jetzt angenommen. Was? Boah, frag nicht. Wo? Bei Hogwarts. Hast du mich gerade angerührt?
Nee, das war so ein Hexen. Kannst du mit das Luft noch einmal? Gestolpert, nee, als ich zu Hogwarts wollte, ja. Und dann war ich ganz, ganz komisch. Das geht nicht, wie soll ich das machen? Rülps jetzt! Ich tu die Lampe da. Ich kann nur. Okay. Ja, das ist wundervoll. Sollen wir irgendwas machen gehen? Ja, wir gehen was machen. Pinsel, du glaube ich, nach Hause? Gegessen? Ich gehe ins Bett. Okay, dann setzen wir dich zu Hause ab und ein paar Mal noch rumgucken. Ja. Mhm. Ich tue mal meinen Geld weg, bevor mich einer beklaut. Use Camion. Cellphone. Cellphone. Der eine ist vor der Wichser. Vor dem Mecke-Ziegel. Ich werde dich vermissen. Ja, ich vermisse dich jetzt schon. Er kann seine Fässer halten. Der ist vorhin mit seinem BMX über unser Auto gefahren. Dann wurde er vom Fahrrad runter getasert. Ach, der denkt, er ist der coolste und Dobby schläft vor seiner Haustür im Stuhl. Was? Ich habe nur einmal vor seiner Haustür gestanden, weil ich einen Unfall hatte. Ja. Und ich keinen Schlüssel für die Tür hatte. Ich dachte, du hast auf dem Stein geschlafen. Hä? Ja, das ist. Ich habe ja auch schon 2 Nächte keinen Schlüssel. 3. Nee, 2. Hat Gott es dir einen gegeben jetzt? Ja, heute schon. Jetzt kann ich wieder drin im Haus schlafen. Du hättest aber bei Momo schlafen können. Der macht nicht auf. Der ist nur am Masturbieren. Mila, nicht über unseren schönen Rasen. Zu spät, oder? Ja. Also, ich Nacht muss ja raus. Oh. Süß, süß. So, Ladies, was machen wir jetzt? Also, guck, hat offen. Weiß nicht, wir können in den Norden. Vielleicht in Lunis Bar. Nee, Luni Bar, da waren wir schon. Und wir müssen morgen. Ich will unbedingt zu Yellow Jack hin. Weil die haben morgen Haut drauf. Ja, Gis, da bisschen hätte ich gerne, aber heute ist extrem schlimm. Cool, also, heute wir passiert können nichts uns gegenseitig auf Maul hauen. Ja. Ich hau voll drauf. Ich bin auch nur da. Oh, ach so, ja. Wolltest du auch mitmachen? Bei was? Bei Haut auf? Mm-mm. Okay. Doro! Ich guck mal Social Media. Huka hat auf, sagt Dori. Die haben auf jeden Fall gepostet, dass sie offen haben. Ich fahr schnell, weil Curtis möchte, dass ich schnell fahre. Warum? Weiß nicht. Gute Nacht. Aber vorsichtig soll ich auch sein. Aber wenn ich vorsichtig fahre, dann bin ich zu langsam. Nein, du kannst doch Mittel fahren. Mittel. Ich kenn kein Mittel. Mittel halt. Milan, nicht so schnell. Was denn? Wenn da gleich eine Karre kommt, ne? Dann sind wir tot. Kommt doch nichts. Dann sind wir tot. Aber du magst auch nicht, wenn ich vorsichtig fahre. Ja, dann fahr vorsichtig besser. Okay. Aber ich gehe lieber. Ich habe gerade voll innerliche Panikattacke gehabt. Meine fette Katze hat auf euer Bett gepisst. Stimmt. Was? Meine fette Katze hat auf euer Bett gepisst. Warum? Deine Katze ist schon 14 Jahre alt. 13. Eigentlich ist das doch Pinsels Katze, weil der hat die vom Baum runtergeholt. Will das nicht. Aber wir werden sie hab behalten. Hab ich, Schieße, hab ich. Nö, ich koch die. Das Pinsels. Du darfst nicht Katzen kochen. Klar kann ich Katzen kochen, hä? Nein. Jeder, man kann alles kochen. Nein, du kochst nicht mal Katze. Aber wenn die Pipi macht, dann doch. Nein. Lass lieber vom Pinsel ein Goldfisch kochen. Ach. Der hat ein Goldfisch? Warum hat der mir davon nichts erzählt? Der ist unter der Spüle. Ii. In einem Eimer. Ja, ihr Scherzkeks, da hat er wieder voll Panzer geguckt, ja. Ne? Ja. Scherzkeks. Für unsere Sicherheit. Nuklo. Das hast du von Raven, die sagt das auch. Nuklo.
Ein Klo. Wo fahr ich denn jetzt am besten? Alles gut. Man muss hier parken. Das ist schon so weit weg, ne? Da muss man hinlaufen, ja. Bitte nicht über den über den Sand. Ach, was du würdest, was ich würde. Weißt du, das sind du? Zwei unterschiedliche Sachen. Also, so. Ja, toll eingepackt, wirklich toll. Danke. Hast du abgeschossen? Ja. Hörst du mich? Ja. Wegen deinem Bauarbeiterkopfhörer? Ja. Wegen deinem Razer-Kragen? Ja, aber diese Reverse. Boah, lauf doch, Mann. Ist das normal, dass, wenn man ein bisschen kaltet ist, dass man Schmerzen in den Schultern und so kriegt? Weiß nicht, aber scheinbar ist es normal, dass man voll nervt dann. Sorry. Schon gut. Du hast sie angehustet. Mhm. Hab ich nicht. Volle Möhre wohl doch. Ja, oder das ist schon lange her, Bumfer. Ach, schieß. Ich bin heute so Gangster. Seid ihr sicher, dass die aufhaben? Ja, wir haben das gepostet. Ja, und wenn die posten, dann wird das ja wohl stimmen. Da oben sehe ich schon deinen Kopf laufen. Wollte kein Dori ausgeben, gib mehr Geld. Ja, ich hab nicht mehr gehabt, 4000. Dann geh mal arbeiten. Ja, Chef muss ausbezahlen und ich brauch Kunden. Ich war dein Kunde heute. Ja, richtig. Wenn ich das mehr muss pinkeln. Ey, wenn ich das sehe, dass hier immer so wenig los ist, ich verstehe das nicht. Das ist der schönste Ort hier. Ja. Was für Affen, die hier nicht hinkommen. Ich rauche auch einen Shisha. Haben die Schokolade? Ja. Weiß nicht, musst du fahren. Wo setzen Zellen? Da vorne an unser Stammplatz. Okay. In die goldene Mitte von vorne. Damit die schneller zu uns kommen. Ich will ein Slushy. Was nehme ich noch? Pack dir ein Pobo, ja? Okay. Wir können uns auch zu den anderen da hinten setzen. Ich weiß warum nicht? Komm. Ich bin schüchtern. Ich auch, aber wir haben jetzt keine Wahl, sie ist schon halb da, also nicht mehr aufzuhalten. Ich glaube, die haben ein Date. Wieder so ein Fuß eng, ne? Mein Schuh nass, jetzt hasse ich die. Alle. Oh, ich hasse die auch. Ich raste gleich aus. Auch wegen den Schuhen? Ja. Boah, scheiß Schuhe, ey. Hallo. Darf ich ein Sashi und ein Chicha haben? Na, ja, ne? Okay, das habe ich für Mila. Ich möchte mit Zitrone. Na, ja, kann ich dir gerne machen. Und Sashi grün. Einen grün möchtest du? Mhm. Ja. Darf es für euch beide sein? Ich will eine Chicha. Gibt es Schokoladen-Chicha? Ja. Ich habe Nachos, weil ich Nacho auch. Oh, Nachos auch? Ja. Mit Salz oder mit Käsesoße? Käse. Aber kein Chili-Käse. Oh, nee. Das machen wir nicht. Okay. Das ist immer gemein. Okay, der Herr mit Hut möchte also eine Also ich will Chicha, ich will zwei Slushies, ich will Nachos mit Käse, so viel wie geht. Ich will, was habt ihr noch? Eine Menge. Ich zahle das nicht alles, ne? Ja, dann wollen wir einmal nix. Und habt ihr Viech? Viech? Was? Viech? Ich setz mich zu den anderen da. Du kannst dich nicht einfach da hinsetzen, die haben ein Date. Meinst du Viech im Sinne von blub blub? Blub blub, ja, Viech. Lapp Viech halt. Achso, nee, Viech hab ich nicht. Was hast du denn? Willst du was, also bestimmt was zu snacken, ne? Ja. Ich hätte Fingerfoodboxen im Angebot.
Oder Brownies, Waffeln, Zimtschnecken. Zimtschnecken, aber warme, 2 Stück. Mhm. Du bezahlt. Nein. Wie nein? Ja, okay. Nein, nicht. Wir machen, ich zahle auch. Okay, zahlt einfach jeder für sich. Das wäre doch ein Deal, oder? Okay. Perfekt. Ich habe noch nicht bestellt. Ich muss eben gucken, ob ich genug Geld dabei habe. Oh, ja, du kannst eine Karte zahlen. Ach, stimmt. Ich wollte nur zeigen, dass ich Bargeld habe. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich gehe zum Tisch. Ich gehe zum Tisch. Mhm. Na, Blond. Mila, man darf sich nicht einfach hinsetzen. Aber warum nicht? Na, vielleicht sind die 2 Menschen auf einem Date und dann stürmen wir. Seid ihr auf ein Date? Nein, wir genießen den Feierabend. Feierabend. Genießen Feierabend. Na, aber trotzdem macht man es nicht. Wollen wir stören, dann gehen wir gerne. Ja, wir haben uns gerade unterhalten. Okay, kein Problem. Aber sag mal, ist Raven noch da? Raven ist, glaube ich, gerade unterwegs. Ich habe die schon seit 3 Wochen nicht mehr gesehen. Doch eigentlich ist die noch da. Ich glaube, die fährt gerade mit Piep rum und die zerhauen irgendwelche Autos und Baseballschläger. Ja. Ja, gut. Das ist deren Hobby. Das übe ich hier halt. Ja, dann sollen die mal machen. Komm, Mila. Okay, ich wünsche noch schönen Abend. Aber tschüss. Ja, grüß. Mach ich. Okay, ich mach ich das. Wir müssen unbedingt mehr Werbung für den Laden machen, ja. Ja. Oh, sorry, hast du mit mir geredet? Ich wollte nicht weggehen, sorry. Nö, allgemein. Wir müssen warum kommen nicht, warum sind, eigentlich müssen hier alle Tische besetzt sein. Das ist der kurze Laden hier. Ja, aber viele müssen noch hasseln und so, Geld ist doch wichtig. Ach, wie mit der Kohlemine macht. Ich bin auf dem Schrottplatz. Die sollen einfach betteln, geben wir. Ja. Pack dir wieder am Popo. Frei. Das ist diese Bonnie von Bounce. Wer war das? Na, die Bonnie, die macht Musik. Ich bin Fan von der. Wer? Die. Ja, Karl macht die Mucke. Ich weiß das auch. Ich finde die cool, ich mag die. Ja, ich mag die auch. Uiuiui. Die macht Musik auf Bounce. Ich habe mir das schon angehört, weil ich ja gegen viele Leute ein Diss-Tag und mich selber ein Diss-Tag machen möchte. Wer macht Diss-Tag? Ich mach Diss-Tag gegen alle, aber auch gegen mich. Auch gegen sie. Auch gegen Dory? Auch gegen Dory. Ich habe immer darum gebettelt. Und du webst ja nicht. Ich kann nicht so, ich zerwebbe dich. Ich bette web dich an die Wand. Ach ja? Aber ich sag, ich werde irgendwas webben darüber, wie uneinfallsreich der Name von Dory ist. Hey! Dory, der Viech. Dory, der Viech. Ich meine, komm schon, du nennst dich so, wie du heißt. Ruff. Ja. Na, Dory, will Musik machen. Nein, nicht. Ja, aber du hast gesagt, du willst auch Musik machen. Na, dann mach doch zusammen Vita. Ja, ich will ja auch ein Vita mit ihr. Dann das sollt ihr aber nicht wissen. Doch, Kar. Und warum nennt Dory sich nicht MC Fisch? Das macht Werbung. MC Fisch? MC Fisch. Fisch. Aber dann bin ich wie Mac Fisch. Und außerdem, wenn man dann gegen sie schreibt, kann man sagen, sie riecht nach Fisch. Nein, Jelsey, du bist doch voll die Webberin. Warum arbeitest du überhaupt hier? Also, das ist ihr Laden. Ja, aber warum? Das ist mein Baby. Ach so. Wo ist dein Baby? Ja, warte, du hast das hier aus dir rausgedrückt? Oh mein Gott. Ich wusste nicht, dass wir alles mal wirklich nehmen. Ein Bauarbeiter? Ich kenne nicht, das abgehauen, sorry. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Dankeschön. Gerne, danke. Gerne. Oh, einmal hier dein Fahrrad. Oh, das kostet wieder ein Vermögen. Hey, hey, hey. So teuer hier. Ja, das stimmt gar nicht. Das war ein Scherz. Danke. Okay. Mila, ich hab Zimtschnecke. Zimtschnelle? Schnecke. Was machen wir wegen Freitag? Eigentlich ist das nicht das Richtige, wenn Raven nicht dabei ist. Deswegen hatte ich Raven eine SMS geschrieben. Ich habe gesagt, ob wir das nicht dann auf nächste Woche Freitag verlegen wollen. Ja, da weiß sie auch noch nicht, ob sie denn da sein kann. Raven hat ein Problem mit Freitagen. Oh. Ja, und Wochenenden generell.
Deswegen vielleicht nächsten irgendwann in der Woche. Ja, aber dann kann sein, dass nicht so viel los ist. Ja. Aber Raven meinte, du hast schon alles fertig, eingekauft und so? Nicht eingekauft, aber ich habe auf jeden Fall Kosten, habe ich mir alles aufgeschrieben. Ich habe schon geplant, was wir brauchen. Das ist alles fertig, auch Preisgeld und wie es ablaufen soll, ist alles ready to go. Brauchen wir eigentlich nur noch ein Datum und dann können wir loslegen. Das Unicorn hatte vorhin auch auf und die Party war schon um 10 Uhr Ende. Ich habe gesehen, irgendwie 21 Uhr haben die aufgemacht. Da war niemand. Nee, okay. Also Roxy von Bennys und so weiter, aber nur so 7-8 Leute. Und dann hat die Besitzerin, aber ganz ehrlich, die haben noch kein Deod. Ja, das stimmt. Was haben die nicht? DJ. Ein Deod. Ah, ein Deod, klar, sorry. Nicht erschrecken, das wird warm, ne? Da kann ich mit meinen Füßen bessere Musik machen. Und Wave meinte, DJ will $15,000. Ich bin guter DJ, aber ich muss ja schon tätowieren. Ja. Zoe ist echt guter DJ, aber ja. Aber kannst du nicht DJ und tätowieren? Gleichzeitig einfach. Ach nee, stimmt. Ezio, ich stehe schon länger, oh, seit einem Monat. Oder meinst du heute? Und hallo. Ich kann ein Playlist machen. Und wer soll das abspielen? Der Pinsel, der sieht aus wie ein DJ. Das macht er nicht. Der kann sich nicht mal die Schuhe binden. Stimmt, der steht, der ist viel zu hibbelig. Der braucht Action. Hier den DJ? Warte, ich überlege gerade den Künstlernamen. DJ Diamond? Ja, doch, DJ Diamond ist das. Da müssen wir fragen, was der will. Und was der spielt. Und was der spielt. Ja, was also der so hat. Ich hatte jetzt mit Lou hier von Juicy Jams schon gesprochen. Ich glaube, dass der 5 nimmt. Ich weiß halt nur nicht, wie lange, ob der 5 die Stunde nimmt oder für anderthalb oder zwei. Das muss ich noch klären. Und ich habe hier in etwa das, ne, was wir vorhaben, schon gesagt. Und er soll da mal was vorbereiten, dass wir uns das mal so ein bisschen Probe anhören können, ob das wäre, was wir suchen. Aber da braucht er halt ein paar Tage für, ne? Das ist kein Problem. Ja. Ich würde auch sagen, wir warten auf Raven. Ob jetzt die Woche oder nächste, ist ja egal. Ja, eben, denke ich auch. Und desto später es wird in den Wochen, desto mehr Halloween-Feeling kriegen wir. Obwohl die schon einige Leichen rumrennen. Einige Leichen. Ja, ja. Manche haben immer Halloween im Gesicht. Hi, Mila. Ja? Das war ein Diss gegen dich. Das ist gar nicht wahr. Das ist ganz Sache von Aschlappa. Aschlappa. Genau das. Manchmal frage ich mich, was Menschen über dich denken, wenn du den Mund aufmachst. Ich? Mhm. Was sollen die denken? Ich bin cool. Das war nicht negativ gemeint. So, ich rauche jetzt meinen Kika. Mach das, mein Kika. Gönn dir. Merhaba, assalamu alaikum. Anana babana sikarama pichurus bichuchu. Gesundheit. Gute Besserung. Danke. Das ist doch so ein... Let's go! Das ist doch so ein Trinkspruch. Oh. Wenn man Kika raucht. Ich geh mal kurz zu den anderen, die gerade gekommen sind, und dann bin ich nochmal bei euch, ja? Let's go. Okay. Jetzt noch der Shisha-Wasser hinterher. Shisha-Wasser hinterher. Ui! Was? Trink das ruhig, das ist nicht giftig. Ah. Nicht trinken! Doch! Aber. Ich stirbt! Ich will nicht, dass ich stirb! Das ist gesund! Aber ich lieb die! Ich lieb die mehr! Ich lieb die mehr! Und wenn die Kötzerchen machen, muss sie es mehr! Ich lieb die mehr! Keine Sorge! Immer mehr wie du, blablabla! Ich habe einen unschwachen Magen. Ja, und einen schwachen Darmkrank. Ja. Mach halt viel Durchfall und Pups. Was hatten die mir in die Shisha reingehauen? Ja, so ein Zeichen. Oder ist das Nikotinfleisch? Bei mir ist Wassermelone drin, Wasser. Bei mir war... Eismundstück. Bei mir war Ü-Eier. Ü-Eier, Popcorn und Fußnagel. Ich hab Hunger.
Mila, willst du mal einen Zimtschnick probieren? Ja. Ist das eine Anmachspe? Okay, danke. Flaschi. Flaschi. Ich gehe mal kurz in den Meerkappen. Pinkeln. Ja. Ich glaube, die lügt. Was machst du da hinten? Ich guck wohl die hin. Nein, ins Meerkappen, hat sie doch gesagt. Ist sie runtergefallen? Ich weiß nicht, ich glaube, die kann nicht schwimmen. Wie die sich am Felsen festhält, um einen rauszudrücken. Guck mal, wie das blubbert, wie in einem Whirlpool. Das ist widerlich. Jetzt um sie herum. Oh, da kommen Viecher. Die wollen das essen. Oh mein Gott. Was ist denn mit der? Weiß nicht, ist deine Frau. Eigentlich wundert mich bald ja gar nichts mehr. Eigentlich wirklich nicht? Mm-mm. Ich will da jetzt nicht so hinstellen. Das ist doch voll interessant. Interessant? Sie pisst und kackt gleichzeitig. Boah, das musst du dir angucken. Wirklich? Oh, da kommt ein Boot. Schöpfe raus. Schöpfe raus. Segelschief. Segelschief. Ui. Boah, das ist ein Reicher. Der muss Geld haben. Der hat Geld ohne Ende. Boah. Hier fürs Weg Mila gucken. Die ist weg. Oh, die ist untergetaucht. Wo ist die? Mila. Du musst ins Wasser springen. Nein, die taucht bestimmt nur. Du musst ins Wasser springen, die kann nicht schwimmen. Doch, die kann schwimmen. Nein, kann die nicht. Die hält sich an ihrem Kacke fest. Ich spring. Springen messen nicht. Aber ich will nicht, dass sie stirbt. Die stirbt nicht. Ich okay, Dari, du musst stark sein. Dari, du musst stark sein. Ich nehme jetzt springen wir nicht rein und fallen. Ich werde Mila retten. Okay, Baywatch. Oh mein Gott. Pass auf, die Kackwurst ist hinter dir her. Lori? Was ist denn jetzt hin? Alter. Viech. Wie die Viecher. Ich bin Viecherbeobachter. Und? Das heißt Fische, nicht Fische. Pass auf, du, da ist eine Kackerwurst. Die schwimmen denen daher. Oh mein Gott, was war das denn? Da kommt gleich der weiße Hai. Mina! Hallo? Dori ist ins Wasser gesprungen, weil du getaucht bist. Ja, ich habe einen Körper gemacht, aber ins Flau
mache Wasser und dann habe ich Kopfschmerzen bekommen. Karl. Das war echt lustig. Ich habe die Fische beobachtet. Halt's Maul, du stimulierst nur. Dori musste mit einem Walfisch kämpfen. Hier ist aber alles gut, ja? Ihr braucht keinen Arzt oder so. Nee. Wir sind doch selber Ärzte. Ja, damit es dir besser geht. Stimmt. Ja. Perfekt. Umso besser. Ihr habt mich angespuckt. Damit es dir besser geht. Warte. Nein, kein. Geht? Mach aus dir kein Kugelfisch. Okay. Geht? Ich glaube, wir haben sie verloren. Warte. Dann schieb sie zurück ins Meer. Die Fische werden das erledigen. Oh, pass auf, die fliegt hoch wie ein Heißluftballon. Dobby? Wie, hast du ihr Knie geknutscht? Ich hab sie geknutscht. Hakio! Aua! Ich hab in diesem scheiß verdammten Wasser gesucht, Mann. Schlag die nochmal. Schlag die nochmal. Geil. Mina, haut zurück. Ich hatte Höhenangst und ich bin von da ganz oben runtergesprungen. Stimmt nicht, die ist runtergefallen. Die hat eine Arschbombe gemacht. Hat die eine Arschbombe? Ja. Ja, ich hab Körper, ich hab gewonnen. Hab gar nicht, hab Körper gemacht. Oh mein Gott, schon wieder Arschbombe. Oh Gott, du bist jetzt in Timberlake oder wie der Basketballspieler heißt. Es gibt keinen Basketballspieler, der Justin Timberlake heißt. Aber irgendwer hieß schon so. Michael Jordan. Jordan. Michael. Nee, noch nicht. Meine Zeit noch nicht. Ich hab mit den Viechen und deiner Scheiße geschwommen. Dein Köttel ist der Dori hinterher geschwommen. Ich hab doch nur Kopfschmerzen von Fache Wasserkörper. Na, aber du hast dich eingekackt. Ja. Ja. Ich bin Kletin. Aber mit Stolz. Mit Stolz. Mit Ärger und Stolz. Look, Tao, ga. Pretty world. Sippin' on State, Colleen. Was? Meint ihr, die dachte, wir wollen klauen? Die hat gefragt, ob es in Ordnung ist. Ah, die liebt uns. Weil wir die lieben. Ja, bin Fan. Oh. Ja. Ich hab mir ihr Ultra-Fan abonniert. Ich hab was in die Geschenk bekommen. Ich dachte nicht, was sie hat gesagt. Das ist ein Geheimnis. Ich hab mein Handy mal in die Mikrowelle getan, um es zu laden. Ich mein Hamster. Habt ihr mein Super Dickman in die Mikrowelle gemacht? Was passiert dann? Schmeckt voll gut, die patzen auf und dann ist das super tasty. Tasty. Ich würde machen, wenn ich jemand wäre mit Super Dickman. Bist du am Üben, richtig zu reden, oder? Das sind Atemübungen. Okay. Das weckt deinen inneren Chi. Weil du. Okay, ich dachte, weil du einen Sprachfehler hast. Ich hab keinen Sprachfehler. Nee, klar, natürlich nicht. Ihr redet alle super. Wer ist denn ihr alle? Ich und meine Goons? Ja. Ich bin. Das und sind alles. 15 Brüder, hä? Ich bin Gizmo und das sind meine Gremlins. Wenn ich nachts duschen gehe, dann verdoppel ich mich. Boah, dann, ich gebe dir kein Essen. Mila füttert mich schon. Der besser ist wie der. Die gibt mir nachts Pudi-Pudi. Was ist das? Pudding. Pudding. Pudi-Pudi. Pudi-Pudi. Mein Mutter darin. Giga-Pudi. Boah. Nur am Schnattern ist die, immer am Schnattern. Ja, weil die halt ein Schnatterschnee ist. Was ist eine Schnatterschnee? Eine Schnatterschnee. Ganz schwer. Oh. Nicht weinen. Tue ich nicht. Oh. 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 Mann, ich hab's nicht so mit Geometrie. Oh. Das ist sie gar nicht auf Ultra-Fans. Nee. Nee.
Das ist ja auch Bunny. Und Bounce. Ja, das war jemand, der sich als sie angemeldet hat, aber die hat das nie gemacht. Ich habe ihr gesagt, sie soll in eine Suppe gehen und sagen... Was? Na, in eine Suppe gehen. Und wie geht sagen... Wie man denn in eine Suppe? Support, du Idiot. Hä? Was quatschst du da? Na, du gehst in eine Suppe und sagst so, Entschuldigung, hier ist mein Ausweis und ich schickst so ein Bild und sagst, guck, ich bin das nicht. Sie meinte von Ultra-Fans. Ach so. Oh mein Gott, du. Boah, kann man so hängen geblieben sein? Okay, lass da mich. Sagt man das schon, ne? Und, oh Gott. Ich hab's nicht verstanden, okay? Oh, einmal einen klugen Mann in mein Leben. Warte mal, wie viele hattest du denn schon? Ja, die stehen ja alle nicht auf mich. Ich hab ja 373 Leute gefahren. So, kann ich bei euch schon mal die Rechnung fertig machen? Ja. Klar. Jedes zahlt. Aber nicht alles, oder? Nein, meinst du nicht. Okay, dann bekomme ich von dir alles. Schon mal... Ich zahle alles, ich muss eh ein Tattoo. Bezahlst du jetzt doch alles? Ja, weil ich bekomme ein Tattoo dann. Ich lasse mir ein Walfisch tätowieren. Walfisch? Mit Milas Gesicht. Du hast keinen Walfisch. Was willst du tun, Fisch? Oh. Bitte schön. Perfekt. Super. Wenn ihr noch was wollt, sagt ihr Bescheid, ja? Okay. Na klar. Okay. Natürlich nicht. Geh mir nach Hause. Okay. Könnt ihr mich zum Tattoo-Laden fahren? Ja. Okay. Auf geht's. Auf geht das. Go Wildcats. Aber fix Slim. Was wollt ihr? Geht doch mal weg. Ich fick nicht mit Slim. Ich fick nicht mit Slim. Hallo, Vito. Nee, doch nicht wirklich. Vito, die Legende, Alter. Ach so. Man kann keine Hate-Kommentare auf. Ja. Mhm. Niemand fickt mit Sim. Ja, ich fick mit Sim. Wer sind denn die? Gingster. Wollen die dir passen für Schutzgeld? Ich sag, wir haben schon Schutzgeld. Ich sag das eben schnell. Zwei. Drei. 15, 25, 40. Die hatten voll Angst vor mir. Die hat Angst vor dir. Ja, weil ich habe auch mein Gangster-Outfit an. Letztens auf TikTok hat mich jemand Uwu-Kitten genannt. Was ist das? Uwu? Arr. Uwu? Ich kann auch Uwu-Girl sein, aber... Ich bin... Was ist das? Scheiße. Erklär mir doch das. Das sind Anime. Nee, Anime. Wie Naruto. Nee, das sag mal Ara. Ich guck an. Nö. Nee, kannst du vergessen. Ich töne jetzt niemanden an. Okay. Du hast gerade Uwu gesagt. Uwu tört aber nicht an. Doch. Doch, mich hat's voll lang getört. Ach, gleich erstmal die Naruto-Kassette im Fernsehen stopfen. Kitty? Aua. Mila, ist in Ordnung. Soll ich fahren? Ich fahr. Okay. Ja, super. Ja, der Fahrer macht auf und zu. Du. Nein, dann hast du was gelernt. Du bist ein Tronic. Tattoo, willst du? Ja. Nee. Also, eine Dori will zum Tattoo-Laden. Der Dori will dahin. Weil da sind meine Fahrzeuge. Haro. Juhu. Sippen und State Chlorine. Oh. Einfach durch. Oh. Ramm das Teil rein. Oh mein Gott. Ach, der sticht. Oh mein Gott, Mila. Was denn? Das hat wehgetan, Mann. Ja. Sorry. Sippin' on Stay Queen. Ich bin eigentlich ein guter Fahrer, oder? Ja. Total. Ja. Hm.
Ich weiß nicht, wer da du. Oh, Chat, ich sag jetzt schon mal bye-bye und vielen lieben Dank fürs dabei sein. Ich hoffe, dass ich schnell wieder fit bin. Hat der Pinsel mir gerade auch im Discord geschrieben. Hat er das für sich auch oft. Und dann geht's wieder ab mit Freaky Friday. Ist schon okay. Nein. Nur damit du Bescheid bist. Doch. Nein. Ach, heul nicht, du Pusi. Hast du schon mal auf einem Stuhl geschlafen und danach eine fette Katze auf dem Rücken geschlafen? Ach, komm schon. Das macht jeder Fünfte. Hä? An dem Stuhl schlafen? Ich musste schon oft auf dem Stuhl schlafen. Ja, weil du immer Ärger von Mila bekommst. Tattoo. Und das Tattoo. Oh, ja. Das ist nicht hier. Und Barry, Dankeschön für deinen Sub und herzlich willkommen. Boah, auf jeden Fall gehe ich jetzt sofort ins Bett, Alter. Und ich werde morgen den ganzen Tag im Bett chillen und dann erst aufstehen, wenn ich eher zocke. Gehen wir morgen drauf, Alter? Ja, volle Müll. Ich werde so drauf hauen. Ich werde so drauf. Ich habe so Bock, drauf zu hauen. Stimmt, morgen ist ja das Kampf-Event und so. Sag mir, wenn da ein dummer Sim irgendwo steht. Gut. Na schön. Du musst dir vertrauen, die Känguru du fallen. Tare. Tschüss. Tschüss. Kannst du gleich meinen Rücken eincremen? Nö. Warum? Na, Karo. Meine Füße auch? Ja. Und dein Mund. Und deine Nase. Okay. Und Augenbrauen, die sind besonders wichtig. Ja, vor allem bei Kältung, ne? Ja, heutzutage vergisst es jeder. Versteht das auch nicht, warum. Ich geh gleich mal in den Body. Schaffst du's? Na, Caro. Einpacken ist das, was ich am besten kann. Katao. Ich geh noch du schaffst das schon. So. Und dann jetzt. Yeah. Oder ich hätte mal in einem Kleiderschrank gepennt. Du kommst Braven gut vorbei, oder? Ja. Oh, du hast so gut geparkt. Danke. Bin stolz über dich. Mann, ich habe abgeschossen. Okay, schrei mich nicht so an. Wenn du mit Gangsterklamotten rummachst, bist du fies. Ja. Weil ich ein Gangster? Ja. Voll ich logisch. Sippin' on Staccarine. Let the wild side over me. Perfekt. Ah. Uiuiui, Alter. Also, dass ich das durchgehalten habe, das wundert mich aber. Uiuiui, so ihr wunderschönen Menschen, meine Kinder, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Bleibt alle bitte gesund, lasst euch nicht anquatschen. Dankeschön für heute. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß. War ja aber mies chillig. Bis morgen ab 19 wieder. Bis dann habe ich mir jede Menge anderen Shit reingepfiffen. Und Dankeschön für den Support natürlich. Ich küsse alle eure Augen. Gute Nacht. Bye-bye. Und Barry. Aber Barry hat mal vorgelesen. Trotzdem nochmal vielen lieben Dank. Dankeschön. Dankeschön für die gute Besserungswünsche.